Ja, herzlich willkommen zur 32. Folge Gegenwart und Zukunft. Heute darf ich mich ganz besonders auf den Patrick freuen vom Grobi TV YouTube-Kanal, bekannt als Deutschlands größter YouTube-Kanal für Heimkinos. Hallo Patrick. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, mein Lieber. Ja, Patrick, freut mich, dass du den Weg auf den Podcast gefunden hast. Du bist jetzt im, ich sag mal, HiFi und Heimkino-Bereich der Dritte, der hier sprechen darf. Und es freut mich ganz sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, ich freue mich für die Einladung oder auch die Einladung habe ich sehr gefreut, wobei ich war sehr überrascht, dass ich in Bezug überhaupt irgendwie als Kandidat in Frage kam, weil als ich dann deinen Kanal mir mal genauer angeschaut habe, kam ja doch eine Menge mit Elektroautos und so und ich fahre genau das Gegenteil. Also dachte ich mir, das wird ja lustig. Aber gucken wir mal, was das für ein Podcast hier wird. Aber ich glaube, du willst doch mehr mit mir über Heimkino und Unterhaltungselektronik, glaube ich, sprechen, ne? Ja, natürlich. Okay, wir sind zwar hier sehr breit gestreut auf dem Kanal, aber es gab beim letzten Podcast mit Snake Oil Audio gab es viele Anfragen, ob ich nicht doch mal bei Grobi TV anfrage. Ist nicht wahr, echt? Ja, natürlich. Och, das finde ich aber cool. Vielen Dank. Alle Unbekannten, die danach gefragt haben. Ja, Patrick, bevor wir auf den YouTube-Kanal kommen, ich nenne nur mal ganz kurz so ein paar Zahlen. 67.000 Abonnenten mittlerweile, über 1.000 Videos und über 30 Millionen Views. Ihr seid, glaube ich, seit 2008 im Internet bei YouTube unterwegs. Bevor wir gleich darauf eingehen, fang doch mal so ein bisschen mit der Historie eures Unternehmens an. Ja, wo fange ich denn da an? Also eigentlich muss ich ein bisschen vor das Unternehmen gehen, weil der Grund, warum ich ja dieses Unternehmen gegründet habe, das hatte ich mir ja ehrlicherweise nie denken können, dass ich mein Unternehmen dieser Größenordnung führen würde. Das war nie geplant. Ich mit meiner kleinen mittleren Reife mit 16 in die Ausbildung gegangen als Industriekaufmann. Allerdings habe ich da als Jugendlicher mich schon für das Thema Video, Film und so weiter interessiert. Mhm. Damals hatten wir ja alle noch sowas wie eine VHS-Kassette, wenn überhaupt, zu Hause. Und dann ging das ja weiter, dass ich meine Ausbildung als Industriekaufmann in einem etwas anderen Branche gemacht habe, nämlich in der Brauereibranche. Ich bin bei der Hannenbrauerei hier in einem Nachbarort Willig zum Industriekaufmann ausgebildet worden, war dann 3 Jahre da, halbes Jahr noch länger dran geblieben und dann habe ich aber einen Wechsel gemacht in die Präsentationskonferenztechnik bei einem Fachhändler. Und da ging das los Anfang der 90er. Der ein oder andere Zuhörer wird sich daran erinnern, dass wir früher mit Overhead-Projektoren ausgebildet worden sind, Folie obendrauf. Und dann hat der Lehrer da alles so an Text geschrieben, aber da Anfang der 90er Windows auf den Markt kam, kam dann der Nachbedarf auch für Schulungen von Windows 3.0, 3.1 und was es nicht alles gab. Und da ging das los, dass man Displays entwickelte, also das, was wir heute als Flachbildschirm kennen, da hat man einfach das Gehäuse mehr oder weniger nicht gehabt, sondern man hat das Display genommen, auf den Overhead-Projektor gelegt und das Licht, was von unten kam, ging dann durch das Display an die Wand. Und siehe da, ich hatte tatsächlich sowas wie eine Art elektronischen Präsentationsbeamer. Aber Overhead-Projektor war immer die Lichtquelle. Mhm. Das hat mich sehr fasziniert, fand ich ziemlich cool. Ich hatte ja zu der Zeit noch gar keine Ausbildung in der Schule mit EDV und so weiter. Das kannten wir noch alles gar nicht. Und fand das ziemlich cool und habe das angefangen zu verkaufen an Schulungsunternehmen, an Behörden etc. Und dann ist jemand da von unserer Partnerfirma auf mich aufmerksam geworden und sagt, hör mal, das machst du ja ganz gut. Willst du nicht bei uns Produktmanager werden? Weil wir sind nämlich der Hersteller dieser Projektoren. Und dann haben die diese Overhead-Projektoren weiter gebaut. Ich habe dann mal geschaut, wer baut denn diese Displays? Das waren damals amerikanische Unternehmen, Proxima, Infocus, wie die alle hießen. Und dann habe ich gedacht, okay, das hört sich spannend an, mache ich. Und bin dann mit, was war ich, 21, 22 Jahre jung, bin ich dann dorthin und habe dann dort dieses Produktmanagement gemacht. Wir haben dann wiederum diese Ware eingekauft und haben die ja über Fachhändler, Bürofachhändler verkauft. Mhm. So, und da habe ich viel gelernt, kann man nicht anders sagen. Also ich bin viel durch die Welt gekommen. Mein erster Ausflug durfte direkt nach Amerika sein. Da war ich zwar nur 2,5 Tage in der Touristenklasse rübergeflogen und war auch ziemlich platt da. Aber ich war natürlich fasziniert, dass ich als junger Kerl da in Amerika war. San Diego ist natürlich auch eine nette Gegend. Naja, Ende vom Lied war dann, dass ich dort erfolgreich mit diesen Lieferanten gearbeitet habe. Und habe dann eben die Anwendungen, also wo setzt man das ein, mit welchen Projektoren. Später gab es dann die Geräte, wo die Lampe schon direkt eingebaut war. Das war natürlich auch klar, dass das dann wirklich immer kompakter wurde, immer heller wurde. Mhm. Also habe viel erlebt. So, Ende, irgendwann in den 90er mittendrin ging das los, dass tatsächlich ein Gerät angekündigt wurde, wo man tatsächlich einen Videorekorder, weil das war ja die Quelle, mit dem man ja Videos zeigen konnte, an so ein Gerät angeschlossen werden kann.
Und das war natürlich der Hammer, weil wir hatten ja alle nur Röhrenfernseher mit gerade mal 68 Zentimeter, 70 Zentimeter Größe. Und dann gab es also den Anruf, dieser Prototyp von Display, was auf so einen Overhead-Projektor gelegt wird, kommt mit einem SVHS-Eingang und so einem gelben Cinch-Eingang. Ja. Kennen ja die ein oder anderen noch, ne? Kennt man noch. Ich also zum Zoll nach Düsseldorf, hab das Ding am Freitag Nachmittag abgeholt, fahre ins Lager und sage, jetzt muss ich gucken, wie ich da irgendwie ein Videobild drauf kriege. Und hab tatsächlich mit meinem Videorekorder, den wir da hatten, und Pretty Woman, werde ich nie vergessen, schöne Anekdote, habe ich echt Pretty Woman über diese Kombination aus Overhead-Projektor und Display an die Wand projiziert. Und das auf 2 Meter Größe. Ja, das konntest du zu dem Zeitpunkt nicht mit Technik machen, die nicht mindestens 5- oder 6-stellig kostete und riesig schwer und groß war. Ja. Und das war einfach die Faszination, großes Bild. Ne? Und dann war natürlich klar, irgendwann wird es die Dinger auch kleiner geben, lichtstärker geben und was ja alles. Und Ende der 90er, ich war dann gut 10 Jahre bei der Firma, habe ich mich dann tatsächlich entschieden, weil dann die DVD ja auch kam. Und das war auch das Bild, was man wirklich nicht anschauen konnte. Also VHS-Kassette, da musstest du ja 10 Meter von der Leinwand weg, damit das einigermaßen gut aussah. Aber DVD war ja die Sensation. Ne? Da war ja plötzlich scharfes Bild, klares Bild, kein Rauschen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn jetzt die DVD auch noch kommt, die Beamer werden immer besser, dann macht doch eine Firma draus. Und das habe ich dann einfach spontan gemacht nach 10 Jahren. Dann war ich Anfang 30. Also ihr hattet im Prinzip am Anfang nur ein B2B-Geschäft und dann hast du dich entschieden zu sagen, so jetzt gehe ich praktisch mit diesem Bildschirmverkauf, Beamer, also Leinwände, Großbildleinwände, gehe ich jetzt in den Privatbereich und fange da an zu akquirieren, praktisch auch bei Null in dem Sinne. Ja? Absolut, also bei Null, ganz klar. Also ich was haben wir gemacht? Mein Bruder, der zu dem Zeitpunkt, der war Bankkaufmann, der ist 5 Jahre jünger, der steht ja auch bei uns in der Firma als D und P, Dirk und Patrick, ne, wie auch immer wir es aussprechen. Also Fakt ist, wir sind da, beide haben uns da zusammengetan und dachte ich, pass auf, ich habe schon Lust, das jetzt wirklich in die Hände zu nehmen. Es gab damals eine Firma im Raum Frankfurt, die hatte da diese Beamer-Geschichte schon für Kunden aufgebaut. Die haben wir mal besucht und ich weiß noch, wie, ich sag mal, flapsig, dilettantisch das war. Die Firma gibt es nicht mehr. Und dann habe ich nur zum meinem Geschäftspartner oder hier Kollegen gesagt, als wir rausgingen, der kann ich auch. Und das war echt für mich so ein Impuls, wo ich sage, Mann, wenn der mit diesem wenig Aufwand das hinbekommt, dann sollte man doch mit ein bisschen mehr Aufwand das noch viel besser hinbekommen. Und das war wirklich die Initialzündung. Und dann habe ich das gemacht, haben wir 20.000 Mark in die Hand genommen und haben einfach mal in die Geräte investiert, die wir brauchten, um zum Zeigen. Ohne Bank, ohne irgendeinen Businessplan und was es da alles zu dem Zeitpunkt hätte geben müssen. War ja die Zeit mit dem neuen Markt. Ende der 90er, ne, war ja der erste Crash. Wir hatten auch so einen Elevator-Pitch gemacht, weil die Idee war auch noch was anderes zu machen. Aber dann haben dann die Leute gehört, nee, du willst Grubi machen. Also Grubi wusste ich, dass ich das machen will. Ja. Grubi, der Name war auch schon klar. Dann sagten die alle, nee, mach halt lieber mit Grubi, das ist besser. Dann sag ich, alles klar. Und euer Bekanntheitsgrad damals war dann im Prinzip örtlich begrenzt, in Anführungsstrichen? Nee, das war der große Vorteil. Also, dass ich zu dem Zeitpunkt mit dem Thema Internet schon Erfahrungen gesammelt habe. Ich hatte meinem Chef damals in den 90ern gesagt, pass auf, da ist was, das nennt sich Internet und wir sollten als Firma auch irgendwie aktiv sein und präsentieren. Und die Firma kann ich ja gerne nennen, das ist Medium, also der Name Medium, und dann haben wir sofort die Domain medium.de gesichert. Ja, und dann war es eben so, dass ich gesagt habe, wir sollten dann eben unseren Fachhändlern, unseren Partnern dort Produkte präsentieren. Ja, dann rufen die nicht immer an, kriegen keinen Fax, sehen was plötzlich in Farbe und was nicht alles. Und das Problem war nur, diese Inhalte zu pflegen. Ja, also man muss mal überlegen, wir sind jetzt 25 Jahre, ist das jetzt her, aber damals war das ein Problem. Du hast eine Seite kreiert, aber wer kannte denn diesen ganzen HTML und diese ganzen Hieroglyphen und das alles? Und wir wollten, oder ich wollte nicht, dass wir mit einer externen Agentur das immer machen müssen, weil das war kam mir zu aufwendig vor und auch manchmal nicht schnell genug und auf Sicht auch vielleicht zu teuer. Also habe ich mit einer Agentur, die ich kennengelernt habe, gesprochen und gesagt, passt mal auf, können wir das nicht so machen, dass wir das eingeben? Macht uns doch so ein Formular. Ne? Dann gebe ich den Text ein, drücke auf Enter und dann ist das am Ende zu sehen. Heute nennt man sowas OpenCMS, habe ich mir sagen lassen. Gab es aber damals in der Art noch nicht und dann haben die uns das programmiert. Und das System hat man mir freundlicherweise übergeben, als ich mich selbstständig gemacht habe. Mein Chef sagte, ja komm, kannst du haben, also Copy davon, ne? Und dann habe ich das also genommen und somit war ich vom ersten Tag an online. Und das war cool. Und dann gab es noch einen Tipp mit TV, ne? Also was ist das, glaube ich, Tuvaluga oder ähnliches, also ein Inselstaat, der ja diese TV-Domains damals vergab. Und dann waren wir am Überlegen, ja, Grubi sollte es ja heißen und grubi.de ging nicht, das gehörte irgendeinem Studenten, der hatte aber nichts mit der Seite gemacht und verkaufen war nicht möglich. Aber da habe ich dann überlegt, dann sagte einer, hör mal, da gibt es doch sowas mit TV. Und dann sage ich, grubi.tv ist ja genial. Haben wir sofort reserviert und zack, so war grubi.tv. Und dann war ich also unter Grubi TV da, hatte schon meine erste Seite, konnte sagen, hallo, hier bin ich und sitze in Cast und bei uns kannst du einen Beamer gucken und zwar im Wohnzimmer, das war noch bei mir im Wohnzimmer.
Also ihr hattet in dem Sinne noch keinen... Ich hatte keinen Raum. Kein Raum? Studio, gar nichts. Kein Studio, kein Ladenlokal in dem Sinne? Nix. Wow, okay. Also im Gegensatz zu anderen, die in der Garage angefangen haben, habe ich im Wohnzimmer angefangen. Nein, ist wirklich, also ich weiß noch, es gibt ein paar Bilder, wo ich dann wirklich die Leute, ich hatte eine Surround-Anlage und dann habe ich die Leute in mein Wohnzimmer reingelassen. Ich war zu dem Zeitpunkt, und das war jetzt so ein zweites Thema, was sicherlich auch dem einen oder anderen, dem es vielleicht ähnlicher ging oder auch der vielleicht ähnliche Ideen hat, ich war damals in so einem aufstrebenden neuen Heimkino-Forum auch aktiv. Also Forum, ne, wo dann so die Leute sich erstmalig so gesehen haben, ach guck mal, da gibt es ja noch drei Verrückte, die auch so einen Beamer zu Hause haben. Lass doch mal miteinander reden. Ne, der eine in Süddeutschland, der andere in Norddeutschland. Die Foren entwickelten sich ja da gerade so. Mhm. Und da gab es also ein Forum von der Zeitung Audivision. Das wurde über Nacht dann plötzlich gekillt. Und dann gab es plötzlich das Forum Beisammen. Beisammen.de, das gibt es auch heute noch. Und da war ich dann als sogenannter Fachhändler. Der musste sich natürlich auch zeigen, weil es ist ja auch ganz klar, wenn man dann in solchen Foren ist, muss man sich schon als Gewerblicher präsentieren. Mhm. Und dann habe ich da Hallo gesagt. Und dann habe ich den Leuten da geholfen mit vielen Informationen. Ich hatte ja 10 Jahre Erfahrung. Und dann kam das eine zum anderen. Und wenn da einer mal fragte, mal, was machst du denn sonst so? Ja, sag ich, ich verkaufe Beamer. Und dann kam der eine oder andere und sagte, ja, ich komme mal vielleicht vorbei. Und dann kam er vorbei. Und dann ging das so langsam weiter. Bis ihr dann bei YouTube angefangen habt. Das YouTube-Thema, das war ja später. Mhm. Genau, dieser Zeitraum dazwischen, wie ist denn da so das Wachstum gewesen? Auch Mitarbeiteranzahl, ihr seid ja dann auch gewachsen. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, wie das so weiterging? Ja, das kann ich dir sagen. Also es ging so, dass wir ein halbes Jahr später, da wo ich gewohnt habe, das war so ein Mehrfamilienhaus, wo unten eine Geschäfts-, eine Ladenpassage war. Und in dieser Ladenpassage wurde dann ein Laden frei. Und jetzt wirst du lachen, also wir sind ja alle so unheimlich scharf auf Schwarzwert bei Beamern. Und überhaupt, dass wir ja in dunklen Räumen sitzen. Ja. Und was habe ich da gemieteten Friseursalon. Und der war natürlich knallweiß. So, zu dem Zeitpunkt war die Sensibilität noch nicht so da mit dem Schwarzwert und dunkle Räume. Und somit bin ich tatsächlich in einen knallweißen, also Boden weiß gefliest, gekachelt, ne, bin ich da rein und habe dann da noch damals 4:3 Leinwände, 16:9 wusste gar keiner, was das eigentlich ist, 4:3 Leinwände installiert auf so kleinen mobilen Wagen. Das war nur ein einziger Raum, wir lassen so 50 Quadratmeter groß gewesen sein, ein Büro dahinter und dann noch ein Keller. Und dann habe ich die Beamer da gezeigt. Und dann haben wir noch Kinosessel organisiert von einem alten Kino in Münster am Bahnhof und die haben wir dann dahingestellt, damit ein bisschen Feeling aufkommt mit Kino. Und dann war das erstmal der Schwerpunkt. Bild, Leinwand, aber Ton oder Surround Sound war ich noch gar nicht so weit, dass ich das auch schon machen wollte, weil wir dachten eigentlich, wir greifen jetzt erstmal die Leute ab, die das ja schon haben, aber sagen, was verdammt da mal, kleine Glotze, das macht ja keinen Spaß, große Leinwand würde schöner sein, fahren wir doch mal zu dem hin. So, und dann habe ich also als erstes Kunden gehabt, die mit dem Thema Surround Sound schon sich gut auskannten, aber eben das Bild haben wollten und da nicht wussten, wo können sie hingehen, zu wem gibt es da, gab ja keine Auswahl, kaum jedenfalls in Deutschland. So, und darüber haben wir dann auf YouTube und ich habe gesehen, es gibt ja da diese Archivierungs Internetseiten, wo du ja da so 20 Jahre zurückgehen kannst und da sind meine Seiten ab und zu mal zu sehen, das ist echt cool, das ist echt eine Zeitreise. Da bin ich also in dieses Programm mal rein und dann siehst du eben von 2.1, 2.2, 2.3 meine blaue Homepage mit den Texten. Also im Nachhinein weiß ich gar nicht, wie ich das alles gemacht habe, weil ich war eine One-Man-Show. Und dann habe ich als erstes eingestellt, wen? Eine Buchhalterin. Das war mir das Allerwichtigste. Mhm. Nicht den Salat vorne backen. Ja. Also das war wichtig. Weil du machst ja andere Stellen drei Verkäufer rein und gehen kaputt an der Bürokratie, an den Rechnungswesen, Buchhaltung, Steuer und so weiter. Und da ich mit dem Ganzen nicht wirklich was zu tun haben wollte, habe ich gesagt, dann hole ich mir eine Expertin. Das war dann eine Wiedereingliederung, das war auch sehr hilfreich. Da gab es vom Arbeitsamt ein Programm, wo man also Leute, die wieder in den Job eingegliedert werden wollten, da gab es eine Förderung. Und da konnte ich als Jungunternehmer diese Förderung in Anspruch nehmen. Und das habe ich mehrfach über die Jahre gemacht. Und die haben wir auch alle übernommen. Das war immer eine sehr gute Hilfe. Es war wirklich sehr hilfreich. So dich sozusagen dann auch auf das Vertreiben, auf den Vertrieb konzentrieren konntest. Genau, ja? Volle Kanne, Vertrieb, Marketing. Und dann haben wir sogar Videos gemacht, schon 2-3 Stück gibt es. Die gab es auch schon im Netz zu finden. Da war ich 30 Kilogramm leichter, habe dann 2 Beamer in der Hand gehalten und sage, hallo, mein Name ist Patrick Schappert, das ist der Beamer sowieso und das ist der. Und der kann dies und das. Und da gab es noch kein YouTube. Das war cool. Und da haben wir mit Video schon gearbeitet, weil wir Funktionen erklären wollten. Oder ich wollte Funktionen erklären. Ne? Wie stellt man sowas auf? Wie macht man das Bild klein und groß? Und da war Video natürlich perfekt. Also mein Hobby mit dem Thema Video, Filmen, denn das habe ich ja parallel weiterhin gehalten. Dieses Hobby habe ich dann genutzt, um das für uns, weil wir sind ja nun mal ein Visualunternehmen, das auch mal wirklich zu nutzen. So waren meine allerersten Videoclips, die wir dann da gemacht haben. Waren aber nur 2 oder 3. Und dann habt ihr das über die Jahre immer weiter fokussiert?
Ja, dann kam eben die nächste Situation. Wir sind dann 5 Jahre dort in diesem Gebäude geblieben, haben dann noch ein zweites Gebäude, da war noch ein zweites Ladenlokal, da haben wir direkt daneben geholt. Und da habe ich aber gesagt, pass auf, wer weiß, wie lange wir bleiben. Ich werde da nicht eine Wand irgendwie ein Loch reinhauen und eine Tür reinmachen. Also wir mussten immer aus unserem Laden raus, um in den anderen Laden reinzugehen. Ja, also das war ganz lustig. Dann habe ich Mitarbeiter eingestellt und dann haben wir noch eine Mitarbeiterin eingestellt, die dann tatsächlich den Verkauf, Assistenz etc. macht. Die ist auch noch heute bei mir im Geschäft. Die hat dieses Jahr, in diesem Monat ihr 20-Jähriges. Wow. Und ja, dann waren wir dann also 4 Leute. Und dann gab es irgendwann den Punkt, wo ich sagte, boah, jetzt wird es aber eng hier. Und dann haben wir ja auch HiFi angefangen zu machen, weil jetzt ging es los, dass die Ersten auch sagten, boah, ich habe keine Ahnung von Bild oder auch keine vom Ton. Wäre ja blöd gewesen, den wegen dem Bild bei mir zu haben, aber wegen Ton zu sagen, gehen Sie zum Mediamarkt. Das wollte ich ja nun auch nicht. Ne? Also haben wir natürlich uns auch beschäftigt mit dem Thema Ton. Gerade weil, klar, wir kannten es natürlich, aber ich konnte mich jetzt auch nicht verzetteln. Also haben wir das erst gemacht, nachdem ich den Verkaufsmitarbeiter eingestellt habe. Ja, der auch heute immer noch bei uns ist. Jetzt ist ja beim Ton so, ich meine, da ist ja die Palette riesig. Also es geht ja vom Standlautsprecher, Kompaktlautsprecher bis wirklich jetzt zu diesen vollkommen integrierten Systemen, wo ihr wirklich alles in die Wände baut. Kannst du da auch mal so ein bisschen die Historie beschreiben, wie das so anfing? Weil wir sind ja jetzt heute, also ist ja deutlich weiter als vor ein paar Jahren bei euch jetzt. Oder? Also ich weiß, dass eins dieser Systeme, was wir damals im Programm haben, war so ein kompaktes 5.1 Plastik-Joghurtbecher-System. Okay. Das war aber wirklich funktionsfähig. Das war echt lustig. Das war sogar mobil. Ich weiß, dass wir das einmal mit in Urlaub sogar genommen haben, mit einem Beamer. Also das war cool. Aber es ging dann los, dass wir natürlich wirklich echte Verstärker brauchten, wo man dann Geräte anschließen konnte. Ich habe dann relativ früh mit Pioneer und mit Denon gestartet. Diese Marken. Wir haben dann bei den Lautsprechern diverse Marken gehabt. Und dann haben wir uns sogar mal so richtig, ich weiß nicht, ob du die Marke kennst, Tech McLaren. Also die man wirklich vom Rennsport kennt. Und die hatten mal extrem hochwertiges HiFi. Und dann haben wir die echt ins Programm genommen. Also da hatte ich echt Respekt vor, weil das war dann schnell fünfstellig. Mhm. Und wir haben es gewagt. Und wir haben uns immer wieder finanziert über die Einnahmen. Also wir haben keine Bankkredite genommen. Das war mir immer ganz wichtig. Ja? Ich liebe die Bank, alles gut. Die müssen auch ihr Geld verdienen, aber nicht bei mir. Also haben wir tatsächlich alles an Kohle, die wir verdient haben, da reingetan. So, und jetzt kann man auch aus dem Nähkästchen plaudern. Im dritten Jahr kam dann irgendwann mal der Finanzamt und sagt, hör mal, wir hätten aber gerne mal so eine gewisse Gewinnbeteiligung. Ich war in der GbR zu dem Zeitpunkt, Personengesellschaft. Mhm. Und da ist mir dann ein bisschen mal kurz der Angstschweiß gekommen, weil jetzt kam das Thema Steuern, Bürokratie. Und wir haben dann gemerkt, holla, wir haben ja ganz schön was verdient in den letzten 3 Jahren oder in den letzten 2 Jahren. Und da mussten wir dann zum ersten Mal noch einen kleinen Kredit aufnehmen, den wir aber in Rekordzeit sofort zurückgezahlt haben. Und das war auch das einzige Mal, dass wir das in dieser Art gemacht haben. Toi, 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 bis heute. Ja, also ich hatte mir was angespart über die 10 Jahre und das war dann mein Startkapital, mit dem ich diese Selbstständigkeit erstmal gestartet habe. So, und dann waren eben diese 5 Jahre relativ schnell rum. Wir waren ja 4 Leute. Das Produktprogramm wurde größer. Lautsprecher hast du mich gefragt. Da gab es also verschiedene Standlautsprecher. Es gab so Satellitenlautsprecher. Wir haben nie Wert drauf gelegt, dass wir da 100 Marken haben. Ich habe mich immer auf 1, 2, 3 Marken konzentriert, weil ganz ehrlich, geh doch mal in einen Laden rein, wo du 100 Marken siehst. Da gehst du doch verwirrter raus, als du reingehst. Mhm. Also das kann man schwer handeln. Ja? Und wir haben das ausgewählt nach diversen Kriterien und Kriterien muss sein, vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis, wir brauchen eine Marge, eine Stabilität, das ist auch klar. Und ich muss einen guten Kontakt zu meinem Lieferanten haben, weil ich hasse es, wenn man irgendwo ein Produkt kauft, wo man nicht weiß, wer steht dahinter, wer ist der Ansprechpartner. Das ist für mich unfassbar wichtig, weil es nur von Vorteil auch später für meinen Kunden ist. Mhm. Und das ist ganz wichtig in der Partnerschaft. Und dann haben wir also dieses Produktprogramm gehabt und dann fehlten uns einfach Räume. Und dann sind wir tatsächlich 200 Meter weiter in ein normales Büro, Wohnhaus gezogen und haben auf 2 Etagen dann weitere Studios ausbauen können. Das war dann der zweite Schritt in der Geschichte über uns. Und da waren wir dann 10 Jahre. Wie ich das da überlebt habe im Nachhinein, weiß ich nicht. 10 Jahre. Jetzt musst du mal ganz kurz noch den, also in dieser Bereich Heimkinobau, da gibt es ja noch den Namen Holger Franz. Kannst du das noch mal irgendwie kurz mit einbringen? Ja, das kommt aber viel später. Ah, das kommt alles später erst. Ah, ja, okay. Viel später, da sind wir noch gar nicht so weit dabei. Ja, ja, genau. Okay. Wir haben also in diesen 10 Jahren, weißt du, in diesen 10 Jahren, also die 5 Jahre waren cool, weil da war, wie gesagt, ein bisschen vor und da haben wir sogar Sachen gemacht wie Beamer-Treffen. Das waren dann so Social-Media-Ideen, die entstanden sind, dass wir gesagt haben, boah, jetzt sind wir so eine Gruppe von ein paar hundert Leuten in so einem Forum. Was wäre denn mal, und das kannte ich aus meinem Industriebereich, wir machen mal ein Shootout. Ein Shootout war die offizielle Bezeichnung in den 90ern auf einigen Messen, Projektoren nebeneinander aufzustellen, alle auf die gleiche Leinwandgröße, alle haben das gleiche Signal und der Raum wird dunkel gemacht.
Dann gehst du also in die Messehalle rein und siehst am Ende der Messehalle eine Wand von links nach rechts nur mit Leinwänden und davor sind die Beamer und da steht der Name. Und dann bist du als interessierter Industrievertreter da langgelaufen und sagst, boah, das war ein geiles Bild, das ist ein schönes Bild, das ist ein was auch für ein Bild. Und dann hat man wirklich den Besten ausgeschossen. Die Amis haben das im Shootout genannt. Okay. Und das haben wir dann tatsächlich mal erstmalig für Heimkino in Deutschland hier in Karst gemacht, in Kooperation mit dem Beisammen. Da haben wir dann echt 3 Tage und 3 Nächte da. Die Freaks kamen dann aus ganz Deutschland zusammen und haben dann da in 3 Räumen ihre Beamer mitgebracht und ich meinen Teil dann Beamer und haben die Dinger nebeneinander laufen lassen. Ich meine, das haben wir sogar 3-mal gemacht. Beim 2. und 3. Mal haben wir sogar die Doppelzimmer in einem Hotel ausgeräumt. Das war in einem Hotel. Haben die wirklich rausgeräumt, die Betten raus und so und haben dann da überall kleine Mini-Kinos eingebaut. Das war cool. Aber es war eine coole Zeit. Im Nachhinein, wie gesagt, weiß ich nicht mehr, wie wir das alles auf die Reihe gekriegt haben, mit dem wenig Manpower, aber wir hatten gute Unterstützung. Es war eine geile Community, so nennt man das ja neudeutsch. Und die Begeisterung, ja, es war einfach toll. Wir haben was bewegen können, weißt du, man hat einen Markt kreiert und sowas. Ne? Ja, und die, und dann kamen die 10 Jahre. Die Community, die ist ja auch bis heute hinter euch. Also das heißt, sozusagen habt ihr ja, wie du sagst, so Community-Treffen dann im Prinzip auch gemacht. Und scheinbar du vielleicht auch als Person, ich meine, du redest ja auch gut und sprichst ja auch gut und hast ja so dieses, ich sag mal, verkaufstechnische auch ein bisschen. Die Leute zieht das ja auch so ein bisschen an wahrscheinlich, oder? Also wenn jetzt einer da steht und kann zum Beispiel nicht gut reden oder so, das funktioniert ja dann auch nicht, oder? Ja, das ist jetzt eine Sache, da sage ich dir ganz ehrlich, da bin ich selber überrascht. Also Okay. Ich habe das ja nicht gelernt. Ne? Ja. Und ich sag mal, ich habe während dieser 10 Jahre Produktmanager sicherlich das eine oder andere Mal vor Publikum mal ein Produkt zeigen müssen und mal was erklären müssen. Und da habe ich das wahrscheinlich gelernt, weil ich war nicht echt bei irgendwelchen Trainings oder sowas. Aber mir fällt das auch mittlerweile, also das ist so ein kleiner Adrenalinkick mittlerweile und zwar im Positiven. Nicht, weil Lampenfieber oder sowas ist, sondern weil es einfach eine Riesenlaune macht. Also ich habe jetzt hier gerade heute, haben wir wieder 6 Stunden lang die Hütte voll gehabt in den Räumlichkeiten. Wir haben um die 30, 40 Leute heute gehabt und ich bin hier gerade in unserem Grubi-Kino. Da habe ich von morgens bis nachmittags also den Leuten die diversesten Sachen gezeigt und so und die Begeisterung, das alles zu sehen. Das macht ja auch in meinem Job echt Spaß. Also ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, irgendwas anderes zu machen. So und ja, es sind mehrere Antriebe. Also warum wir oder ich und mein Team hier dieses ganze Thema eben machen, weil wir leben das bei uns wirklich. Es ist etwas, was wir mit Begeisterung machen und das ist ja auch für mich dann so ein Thema, wo ich sage, naja, es fällt dir als Arbeit nicht schwer. Das ist ja auch etwas, wo dann schon mal ein Externer dir sagt, schau mal, Schappert, also der Tag hat nur 24 Stunden und die Nacht und das solltest du berücksichtigen. Und die Woche sollte eigentlich nur 5 und nicht 7 Tage sein. Aber das fällt dir schwer. Fällt man einem schwer. Und früher war es ja auch so, man hat ja auch nicht wirklich das Gefühl gehabt, jetzt wenn du mal 2 Wochen in Urlaub fährst, dann läuft der Laden, weil wir sind so gut mit Manpower, dass ich jetzt mir das mehr erlauben kann. Das ist jetzt glücklicherweise endlich mal geschehen. Jetzt kann ich auch mal 1 oder 2 Wochen weg, ohne dass ich nur ansatzweise das Gefühl habe, mein Laden ist jetzt leer, weil ich habe ein geiles Team und die Truppe kann das. Aber es ist eben von nichts kütt nichts. Ja? Also jemand, der sich heute selbstständig macht, der soll mir nicht mit Wellness und was nicht allem kommen. Das wird nicht funktionieren. Ja, da gibt es 3 andere, die sind ausgeschlafen am Extremfall. Ne? Und das geht nicht. Ja, da sieht man ja zum Beispiel jetzt auch, du warst ja zum Beispiel auch auf Messe diese Woche, also bei euch ist immer volles Programm, weil das, ihr begeistert, ihr, wie du schon sagst, du stehst voll dahinter, aber wenn man mal die Stunden zusammenzählt, das ist natürlich auch schon eine Menge, was zusammenkommt. Oder? Ja, das ist definitiv und da kannst du dich im Nachhinein nur noch bei der Familie bedanken und auch vielleicht sogar entschuldigen. Mein Sohn ist 18, glücklicherweise kennt er meinen Namen und kennt auch mein Gesicht. Das hat noch ganz gut gegangen, aber das ist schon gefährlich gewesen, weil das habe ich gemerkt letztes Jahr, als es dann eben hieß, hör mal, wir haben hier 1.000 Videos. Und da denke ich, verdammt nochmal, 1.000 Videos, ey, das ist aber eine Menge Zeit, die draufgegangen ist, weil ich habe die alle selber geschnitten, bis auf 1 oder 2, die mal jemand anderes gemacht hatte. Den Rest habe ich alle selber und dann sitzt du sonntags morgens oder nachts da und schneidest noch, ne? Aber es musste alles so sein, wie es ist und schlussendlich, ja, es ist, ich weiß nicht, ob ich noch vieles anders machen würde. Ich weiß allerdings, dass ich heute mich wahrscheinlich nicht mehr so leicht selbstständig machen könnte oder würde. Die Zeiten haben sich doch massiv geändert. Ja, und das Risiko, was du tragen musst, wenn du ein solches Unternehmen in diesen Zeiten, die jetzt sowieso in den letzten 3 Jahren nochmal außergewöhnlich anders waren als bisher, Das ist etwas, wo ich sagen muss, Respekt für alle und was das bedeutet, wenn man hier in diesen Zeiten versucht durchzuhalten und so eine Firma dadurch das ganze Fahrwasser zu führen und von außen wird das ja auch massiv teilweise beeinflusst. Also das sind schon echt schwierige Zeiten. Das zerrt auch. Das zerrt auch wirklich. Ne? Das merkst du manchmal dann, wenn
wenn du mal so echt mal für ein Wochenende, und das ist mir jetzt wirklich mehrfach passiert, ist zu meiner Frau, sag, pass auf, ich muss jetzt an die See, komm, hier, Auto rein und weg. Mal 2 Tage lang wirklich versuchen, das Handy auch mal auszumachen. Das kommt etwas häufiger jetzt mittlerweile vor, wo ich das früher nicht kannte. Ne? Aber vielleicht nochmal diese 10 Jahre. Also wir sind ja in diesem Gebäude da gewesen, 10 Jahre, ne, waren dann da drin, und dann haben wir das Programm deutlich ausgebaut, und dann kam ja YouTube. Und das YouTube-Thema, ja, das war dann plötzlich nie, aber auch nie ansatzweise gedacht, dass das mal dahin kommt, wo es heute ist. Mein Gott, YouTube, was war das erste Video von einem Elefanten oder so, glaube ich. Ne? Kann das sein? War das nicht so? Ich glaube, das erste Video war irgendein Elefant im Zoo, den da der YouTube-Gründer damals gezeigt hatte. Also da war ja nie dran zu denken, dass YouTube so einen Stellenwert mal haben würde, wie das heute ist. Das ist ja bei vielen Kunden noch wichtiger als Google. Ja, das ist so. Ja, das ist wirklich und das so. War mein Glück. Das war mein Glück. So, das heißt, ihr habt dann gemerkt, dass das Wachstum kam, auch über YouTube. Versuch mal noch diesen Schritt so ein bisschen zu beschreiben, weil heute seid ihr ja wirklich Heimkino-Installateur und Bauer. Kannst du mal diese Zeit noch so, nicht ganz. Also wenn das jetzt rüberkommt, dann muss ich jetzt mit meinem Marketing, nämlich mit mir selber reden, dann müssen wir nochmal was ändern. Oder mit eurem Partner, ja, so, wa? So war es. Ja, richtig. Ja, genau, pass auf, genau. Also es ist ja so, der Kunde kam damals und sagte, ich hätte gerne Beamer oder ich hätte gerne Sound. Und dann ist ja die Frau dabei oder nicht dabei oder der Mann sagt, pass auf, ich fahre jetzt nach Hause, jetzt muss ich mit meiner Chefin reden, ob ich überhaupt diese Lautsprecher da hinstellen darf. Weil das ist definitiv bei aller Gleichberechtigung, bei allem, was wir da irgendwie haben, irgendwie sitzt die Frau weiter im Auto als Beifahrer und irgendwie ist die Frau, wenn es um Unterhaltungselektronik geht, nicht die, die sagt, Schatz, ich hätte gerne einen neuen Fernseher. Das macht der Kerl. Ja, der will einen neuen Fernseher haben und er will ein neues Soundsystem haben. Und wenn er nach Hause geht, dann sagt er, meine Chefin, meine Finanzministerin, da gibt es die tollsten Umschreibungen, nicht alle sind zitierfähig, der sagt dann, ich muss fragen. Also müssen wir schauen, dass wir Lösungen finden, die beide glücklich machen. Und daher ist es so, dass wir vom ersten Tag an, auch damals, als ich noch im Wohnzimmer war, habe ich nur mit Termin gearbeitet. Das machen wir bis heute. Also wir sind ein klassischer Einzelhändler. Aber wenn du bei uns was haben möchtest, ob das jetzt ein 100-Euro-Lautsprecher ist oder ein 1.000-Euro-Lautsprecher ist oder von mir aus willst du einfach nur mal kurz ein paar Informationen über HDMI-Kabel haben, machst du nach Möglichkeit einen Termin. Dann hab ich auch die Zeit oder wir als Team haben die Zeit für dich, also einer meiner Mitarbeiter, und redet mit dir und geht mit dir das gezielt durch, ohne dass im Extremfall 3 andere, die noch wollen, doch da zu dem Thema was wissen oder zu dem Thema was wissen. Das heißt, wir fokussieren uns voll und ganz auf die Bedürfnisse des Kunden. Und das habe ich bis heute durchgehalten. Weil mir geht es richtig auf den Sack, wenn ich heute die Einzelhandelskollegen teilweise habe, gehe da rein und die hauen ab oder die gucken mich nicht an oder die sitzen in Grüppchen, dann muss ich sagen, Leute, da seid ihr selber schuld, wenn ihr so ein Image habt. Ja, also das ist einfach ganz schlecht. Und leider, oder nicht leider, sondern es ist ja so, dass wir heute Informationen über viele, viele Kanäle holen können. Das heißt, es ist ja auch nicht selten so, und das ist auch in Ordnung, dass ein Kunde auf sehr hohem Niveau sich schon informiert hat. Ja. Auch da gibt es dann Pro und Contra. Also die heutigen Foren sind nicht mehr das, was sie früher waren. Ja? Also heute kommt noch viel Mist da mittlerweile bei rum, was dann schon wieder ein Problem wird. Aber schlussendlich sind wir in der Lage, uns mit diesem Kunden auf welchem Niveau auch immer gut zu unterhalten, und wir fragen viel. Also wenn ein Verkäufer dich nicht fragt, dann ist es kein guter Verkäufer meiner Meinung nach. Ja, also er muss dich fragen, er muss fragen, wie groß ist dein Zimmer, wie ist das mit der Sonneneinstrahlung, was guckst du den ganzen Tag, guckst du überhaupt den ganzen Tag, was hast du an Technik da, kannst du dir vorstellen, dass du das und dies und jenes noch machst, wie das geht, das wusste ich ja noch gar nicht, siehste, ne? So ein Dialog muss da zustande kommen und dann schaut man nachher die Lösungen, aber dann kann er mir später nie sagen, hör uns, Schapper, du hast mir ja nicht gesagt, dass ich meine PlayStation 5 auch noch hätte anschließen können, ja, nee, du hast ja nicht gesagt, dass du eine hast, also da gehen wir schon ziemlich viel Themen an und das braucht auch Zeit, deshalb ist schnell so ein Termin 1 oder 2 Stunden, okay? Und dann haben wir aber beide ein gutes Gefühl. Es gibt auch Fälle, wo ich sage, oh, das wird jetzt unangenehm. Das ist nicht so ein gutes Gefühl. Das gibt es natürlich auch. Also du lernst natürlich auch viel über Menschen und so weiter. Aber toi, 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 bis heute sind wir gut gefahren. So, und das ist etwas, was wir bis heute auch beibehalten haben. Das heißt also, wir haben dann, wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne eine Lösung, die aus den und den Komponenten besteht, und dann sagt er, können Sie mir das montieren? Da sage ich, nee, ich habe hier keinen Handwerker und mich selber wollen sie nicht mit dem Hammer an sich ranlassen, beziehungsweise in ihr Haus. Also ich bin da wirklich mit 2 linken Händen. Und dann haben wir die Leute begleitet. Das heißt also, wir haben denen gesagt, pass auf, du hast doch einen Elektriker, dann sag ihm bitte, er soll kein Klingeldraht nehmen für Lautsprecherkabel, sondern nimmt bitte dieses, der soll bitte das machen, jenes machen und so weiter. Dann haben wir die also begleitet, dann hatten die von mir auch schon mal einen schriftlichen Plan bekommen und so weiter. Und wenn dann alles fertig ist, dann sind wir dann vielleicht, oder wenn es gewünscht war, hingefahren und haben die finale Abstimmung gemacht. Aber wir sind selber nicht mit, ich sage schon mal, Hammer und Sichel, also mit Hammer und Meißel da rausgegangen und haben dann dort entsprechend die Technik installiert. Das
das haben wir so gut wie nie gemacht. Hm. Und das ist aber im Laufe der Jahre ein Bedarf geworden. Hm. Wir wissen ja, alle Handwerker sind knapp etc. Und die Qualität ist auch von bis, ist alles dabei. Dass dann also schon der Wunsch kam, wie können wir das lösen, dass wir dann doch vielleicht mal aus unserer Hand das anbieten. Und dann haben wir einen freien Mitarbeiter kennengelernt, den Michael. Ein super Typ, der ist Radio-Fernsehmeister, hat einen Riesenspaß mit Technik, war früher in so einem großen Flächenmarkt, hat da keinen Bock mehr gehabt. Und seitdem ist er für uns unter anderem tätig, installiert die Fernseher, die Laser-TVs und all die Sachen. Mhm. Da sind wir aber immer noch nicht im Bereich von Kino. Denn das ist das, was du vorhin erwähnt hattest. Ja. Und das ist dann die nächste Geschichte, die dann nach 10 Jahren entstand, weil wir gesagt haben, wir sind jetzt zu klein. Wir müssen jetzt tatsächlich mal das Thema separaten Raum, wo ein Kunde einen Kellerraum hat oder einen Raum generell hat, der nicht Wohnzimmer heißt und dort tatsächlich ein Kino sich einbauen will, das müssen wir angehen. Und dann habe ich gesucht hier in Kars und Umgebung und bin dann im Gegensatz zu Ikea, habe ich dann kein Grundstück bekommen, weil wir haben ja den kleinsten Ikea, jetzt haben wir den modernsten in Kars, sagen wir ja auch mal spaßhalber, gibt zwei Gründe nach Kars, der Ikea und Grobi. Und ja, dann sind wir dann also suchen gewesen und dann haben wir einen Tipp bekommen, da ist eine alte Halle, eine Lagerhalle, ne? Eine klassische Lagerhalle, wo du Regale drin hattest und so weiter. Und dann haben die gesagt, das Ding kannst du da haben. Und dann haben wir überlegt und da mein Bruder jetzt mittlerweile voll im Immobilienbereich und Finanzbereich drin ist, also nicht in der Firma selber, da gibt er nur seinen Namen her und die ersten paar Mark 50 damals, sonst ist er also ein bisschen begleitend im Bereich finanziellen Sachen. Hm. Nee, dann haben wir gesagt, okay, wir kaufen das Ding und dann haben wir das Ding tatsächlich vor 7 Jahren gekauft. Und dann haben wir in diese Halle, eine wirkliche Lagerhalle, in der Hälfte von der Halle, weil die andere Hälfte ist weiterhin als Autowerkstatt benutzt worden, dann haben wir in unserer Hälfte der Halle, haben wir dann dort ein Studio-Komplex reingebaut, sag ich mal, ne? Kalksandstein, zack, 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 paar Wände gesetzt, Büro, Studio, dann haben wir Trockenbau rein und dann haben wir einen Raum gehabt, da kommt unser Kino rein, ungefähr 50 Quadratmeter und der ist uns dann dummerweise einige Wochen nach offizieller mehr oder weniger Eröffnung, der war noch nicht fertig, weil wir noch nicht wussten, wie fangen wir das an, ist der uns abgesoffen, da ist Wasser eingebrochen. Okay. Und dann habe ich den 2 Jahre zugelassen, da hatte ich die Schnauze voll, da war ich echt gefrustet, keine Kohle mehr, Wasser drin, also das war wirklich so, dass wir die Tür zugelassen haben. Wir haben echt, wenn einer kam, sagte, ja, und in dem Raum, da haben wir die Tür auf, dann hast du dann da die Trümmerlandschaft drin gesehen, wieder zugemacht. Ja, sage ich, das wird irgendwann mal unser Kino. So, aber dann war in dem Moment war aber dann noch ein bisschen, wie du sagst, die Energie weg, da hast du gesagt, nee, geht gerade nicht. Ja, die Energie war weg, die Kohle war weg, weil wir hatten natürlich ein Projekt hier, was wir mit Unterstützung der Bank, wenn es um die Immobilie, das ist ja jetzt nicht ein klassischer Kredit, sondern da haben wir ja das Gebäude von gekauft und das Ganze umgebaut, es war die Energie weg, weil wir haben das alles parallel zum normalen Tagesgeschäft gemacht. Ja, und wenn du ein Gebäude baust, also was du parallel zum Tagesgeschäft bauen musst, ja, dann wäre das schön, wenn wir das mit dem Klon dann schon hinkriegen würden, aber das haben wir ja noch nicht geschafft. Also deshalb musste man dann immer hin und her pendeln. Ne? Das ist so 1,5 Kilometer Luftlinie gewesen. Also ich weiß nicht, auch da wiederum manchmal, wie man das hingekriegt hat, aber wir haben es hinbekommen. Habt ihr das geschafft? Wie haben wir das geschafft? Das sind so Momente, wo du denkst, da darfst du im Vorfeld gar nicht drüber nachdenken, da würdest du nämlich gar nicht anfangen, du machst es einfach. Aber war alles kaputt, muss komplett trockengelegt werden? Da ja, war auch wir schon hatten einen Wassereinbruch und wir hatten Trockenbau drin und der Trockenbau, das war Glück. Ich bin um 6:30 morgens, warum auch immer, in die Firma rein, weil ich was holen musste und normalerweise bin ich nicht um 6:30, sondern gegen 7:30, 8 Uhr schon mal in der Firma und dann hörte ich das Plätschern und wirklich Plätschern wie Niagara-Fälle und dann war übers Dach, über der Dachrinne was übergelaufen und in das Gebäude rein und früher wäre das ja normal auf den Betonboden gefallen, diesmal lief es auf mein neues Dach, was ich ja in der Halle drin hatte und da ist das dann durchgegangen und dann lief das da in Strömen durch. Gott. Und da war der Trockenbau, also die Seitenwände war schon mit Wasser vollgezogen und wenn das da eine Stunde später, ich hatte Wasser vorne im Eingang gehabt. Also wir hatten einen riesen Dusel ja, das war einfach, es war nichts drin. Wir hatten einen Podest hatten wir schon drin, das war schon drin, Holzpodest war schon drin. Und dann haben wir eben da erstmal in den normalen Räumen gearbeitet und dann auch wiederum Community, Facebook kam ja mittlerweile dazu, unser YouTube-Kanal hat uns bekannt gemacht. Dann habe ich dann den Holger Franz kennengelernt, ne? Kennen und lieben gelernt, kann man fast schon sagen. Also es ist wirklich eine tolle Partnerschaft, die wir da haben, also geschäftliche Partnerschaft. Er hat zu dem Zeitpunkt in Pforzheim gewohnt, war auch in der Szene sehr engagiert, schon drin und hatte einen Nebenjob, sag ich mal, als Raumakustikoptimierer und ein bisschen Heimkinoplaner. Also der kam wirklich aus dem Akustikbereich, der hatte Erfahrung, der wusste, wie man sowas ausrechnen muss, wenn man einen Raum plant, wo die Lautsprecher hin müssen. Das war einfach das Wissen, was wir nur bedingt hatten und wo wir uns perfekt ergänzten, weil wir wiederum die Hardware und das alles hier im Griff hatten. Ja. Und dann haben wir einfach einen Handschlag gemacht und gesagt, pass mal auf, bau doch mal Kino. Und dann hat er für uns ein Kino gebaut, was dann rechtzeitig für die Hausmesse, die wir einmal im Jahr gemacht haben, hier fertig wurde. Und dann ging der Spaß los. Kann man heute alles in den Videos sehen.
Und das war cool. Und dann ging das los. Dann haben wir darüber ein Video gemacht, dann kam der Nächste, der sagte, will ich haben. Und mittlerweile haben wir dann irgendwann vor, was war das, erste Corona-Lockdown, Ostern, die Termine bei den Rechtsanwälten und Notaren wurden gerade frei, haben wir tatsächlich dann einen Termin gemacht und haben gesagt, wir machen die Heimkinobau GmbH 50-50 und dann haben wir uns, ja, haben wir das gestartet. Und das ist jetzt eben die zweite Firma. Und das ist natürlich, wie du schon sagst, ist ja unfassbar viel Material bei euch auf dem YouTube-Kanal, wie ihr die Projekte begleitet, wie ihr nachher nochmal alles durchschaut mit dem Kunden zusammen, wie ihr zusammen hört, da teilweise sitzt. Aber das hat doch dann auch nochmal einen riesen Wachstumsschub gegeben, oder? Ja, es hat es. Also es hat es, ist so. Also besser, der größte Wachstumsschub ist dadurch entstanden, dass wir einen Online-Shop damals ja auch schon geplant haben, der aber ganz nebenher lief. Also wirklich ganz nebenher. Also wenn ich da mal ein Kabel in der Woche verkauft habe, war ich schon König. Auf der anderen Seite war bei mir immer so eine Ambivalenz, dass ich sage, ich will einerseits online was verkaufen, aber ich will es auch irgendwie nicht. Weil ich bin nicht der Freund davon, dass ich Online-Ware verkaufe, berate, ohne Beratung. Und dann hat der Kunde ein Produkt und ist vielleicht vollkommen das Falsche. Und dann habe ich ja nachher sogar noch die Kosten, weil ich muss den Salat ja zurücknehmen. Ja, also das Thema Fernabsatzgesetz, da kannst du ja jeden fragen in unserer Branche, da drehen ja alle mit den Augen. Das ist eine riesen Herausforderung und auch ein riesen Risiko. Ja. Okay. So, und das heißt also, wir haben dann versucht, die Seite nicht nur mit einem Foto und einer Artikelnummer und einem Preis, der durchgestrichen ist, zu präsentieren, sondern wenigstens ein bisschen mehr Text rein. Versuchen, was zu erklären, was zu dem Produkt man wissen sollte, warum man es nehmen sollte, warum man es vielleicht auch nicht nehmen sollte, ja. Und das war natürlich sehr aufwendig. Aber wir haben das parallel angefangen. Und zwar, als wir den neuen Laden, den wir jetzt haben, da hatten wir plötzlich eine Lagerfläche. Also, das war für mich schon Hochregallager, ja. Also, vorher hatte ich eine Garage als Lager. Und jetzt hatten wir richtig was. Und das haben wir parallel mit aufgebaut. Das heißt, über die letzten 7 Jahre sind ja gewisse Entwicklungen im Einzelhandel, die du ja so teilweise nicht absehen konntest und die wir als Einzelhändler aber auch machen müssen. Weil sonst haben wir keine Berechtigung mehr. Also du musst Ware ab Lager liefern können. Wenn ein Kunde zu dir in den Laden käme und der sagt dir, pass auf, ich will das Ding haben und er hat sich jetzt das 3 Monate abgespart und er will seiner Frau heute Abend den Karton zeigen und ich sage dem, nee, weißt du, ich muss das jetzt bestellen, weil ich habe das jetzt auch nicht auf Lager und das dauert jetzt noch eine Woche. Hör mal, da geht der gefrustet raus, hat auf meinem Parkplatz, wenn ich Pech habe, schon die Amazon-Verbindung und dann hat er das Ding doch noch am gleichen Abend. Bestellt, also, ja. Ja, genau. Also das ist natürlich, das geht nicht. Das war aber noch alles vor Corona. Das heißt, vor Corona haben wir versucht, den Lagerbestand massiv aufzubauen, gleichzeitig unseren YouTube-Kanal aufzubauen und gleichzeitig den Shop aufzubauen. Aber nie im YouTube-Kanal zu sagen, wenn du bei mir dieses Produkt jetzt siehst, was du jetzt hier bei der Frau Müller im Wohnzimmer siehst, dann kannst du bei mir das kaufen. Also ich habe nie auf QVC das gemacht, ja. Obwohl ich selbst bei QVC schon 2 Mal im Beamer präsentierte. Das ist aber auch schon lange her. War ganz lustig. Also das haben wir nie gemacht. Sondern wir wollten im YouTube eigentlich den Leuten, und das kann man ruhig sagen, wir wollten da Bedarf wecken. Ja, also ich will da jetzt nicht den Leuten irgendwelche Fachbegriffe um die Ohren hauen, dass da keiner mehr weiß, von was redet der da, sondern der soll gerne beim dritten Video sagen, hören Schatz, das ist jetzt schon das dritte Wohnzimmer, das sieht genauso aus vom Schnitt wie unseres und die haben das so toll gelöst, das können wir doch auch machen. Das wäre cool. Ja, weißt du? In die Richtung. Also wirklich den Leuten die Anwendung zeigen und dann, wenn es geht, und da bin ich so dankbar, dass meine Kunden dann auch sich trauen, in der heutigen Zeit vor eine Kamera zu gehen, ja? Und mit mir, obwohl sie das nicht geübt haben, die sind ja manchmal nervös, ey, da kommst du an, den musst du ja erstmal eine Pille geben, weil die denken, jetzt kommt der Schappert und mit Kamera und was macht der mit mir hier? Und eh die sich versehen, sind die mit mir vor der Kamera und merken gar nicht, dass das Ding läuft und dann kommen wir in einen Dialog rein und ich glaube, das sieht man in meinen Videos auch an, die sind alle hundertprozentig authentisch und echt. Ja. Ja, also ich sehe ja teilweise die Räume auch nicht. Also vielleicht kriege ich ein Foto zugeschickt oder meine Mitarbeiter sagen, ey, da musst du unbedingt hin, das ist so geil geworden. Und der fragt auch schon, mittlerweile fragen die ja schon, ne? Kommt der Patrick vielleicht mal und filmt vielleicht hier? Finde ich ja auch geil, ja? Also ich könnte ja jeden Tag durch Deutschland brettern und hier eine Wohnung nach der anderen besuchen. Ich hätte ja Material ohne Ende. Und dann gehe ich da hin, ne? Und mittlerweile, weil ich nur einmal irgendwo, glaube ich, mal eine Pizza oder irgendein Brötchen bekommen habe, habe ich halt mal so nebenbei erwähnt, ey, mittlerweile kriegen wir Essen da serviert, das ist schon unangenehm, ja? Also wirklich super geil. Und dann kommen wir da und dann gehen wir da rein und dann gehe ich in den Raum rein und dann ist ein Kameramann, der ist ja immer ein Mitarbeiter von mir gewesen. Wir haben ja keine Kamerakinder oder Männer eingeladen, das hätte ich ja nie bezahlen können. Das war ja auch so ein Punkt. Das verstehe ich auch, wenn jeder sagt, hör mal, ich kann das nicht, ich kann aber nicht für 1000 Euro jedes Mal einen Kameramann mitnehmen. Ja, einen Tod muss man sterben, wenn man jetzt irgendwie was erfolgreich sein will. Und ich hatte das Glück, dass meine Kameraleute alles Eigengewächs waren. Das waren alles
super Typen, mittlerweile mein Sohn sogar teilweise, der das macht, der ist jetzt 18, also mega, ja. Und naja, da sind wir also in diese Räume rein, machen das dann da und dann war das da. So, der Shop wurde parallel, das Lager immer größer. Und das hat sich dann entwickelt und dann kam das verdammte Corona. So. Mal kurz, bevor wir auf die Corona-Zeit kommen. Ihr müsst ja wahrscheinlich auch für die Projektierung jetzt zum Beispiel beim Heimkinobau lagern und für euren Shop lagern. Wie viel gibt es da so eine Zahl? Kann man mal irgendwie, was lagert ihr denn so alles mittlerweile? Oder in welchen Stückzahlen? Also pass auf, ich habe hier in drei Schäferhunde, eine Menge Gänse und eine Wahnsinnsalarmanlage. Deshalb muss ich das vielleicht im Vorfeld schon mal sagen, damit nicht einer auf blöde Gedanken hier kommt. Nur so Also wir haben grob. ja, es sind weit über 2 Millionen. Wow, okay. Das ist ja unfassbar. Das Also geht nicht anders. von Lautsprechern bis Elektronik, bis Kabel, bis Ja, alles, was irgendwie dazugehört, einmal quer durch. klar. Der Punkt ist, wir kommen jetzt in Corona rein. So, vorher hattest du die Chance, dass die Ware bei deinen Lieferanten auf Lager war. Und dann hast du sicherlich mal statt 2 Verstärker mal 10 Verstärker bestellt. Damit du nicht jeden Tag 2 Verstärker bestellen musst. Okay? Vielleicht hast du auch mal 20 bestellt, weil du eine Aktion hast oder ähnliches. Heute ist es aber so, dass deine Hauptlieferanten so gut wie nie die Ware auf Lager mehr haben, weil sie entweder von vornherein viel zu knapp ist, weil sie nämlich nicht in den Mengen produziert werden kann, aus zig verschiedenen Gründen. Oder weil man auch aus Kostengründen gar nicht mehr Bock hat, die Ware einzulagern, sondern weil man versucht, die Ware zu dem Zeitpunkt, bis sie eintrifft in Deutschland, schon vorverkauft zu haben. Und dann ist die Ware, und dann bist du entweder dabei und kriegst einen Teil, oder du bist nicht mehr dabei und dann kannst du wieder in die Röhre gucken. Und letzteres, dann gebe ich leider keine großen Zukunftsperspektiven mehr. Weil der Verbraucher will nicht warten. Das sind wir durch Amazon und Co. natürlich entsprechend verzogen, erzogen, verwöhnt, wie auch immer wir es bezeichnen wollen. Das sind wir. Und wenn du nicht in einer riesigen Einkaufsgenossenschaft bist, in der ich hier nicht bin, ich bin ja kein Expert, kein Euronics und wie die alle heißen, da bin ich ja nicht drin. Ich bin ja ein Freelancer, ja? Weil die mir auch keinen echten Mehrwert bieten, in dem, wie wir unser Geschäft machen. Ich hoffe, die hören das nicht. Aber, oder sie sollen es ruhig hören, dann sollen sie es besser machen in Zukunft. Dann könnte man vielleicht wieder da mal rein. Aber es macht keinen Sinn. Also Ende vom Lied ist, ich muss heute die Ware auf Lager nehmen, damit ich A, die Ware überhaupt bekomme, auch wenn ich sie noch nicht durchverkauft habe. Weil wenn ich sie nicht nehme, kauft sie jemand anderes. Das ist teilweise so. Okay, und dann stehe ich da und dann sage ich, okay, ich muss 5 Wochen warten. Na, 5 Wochen kann ich aber nicht auf den Beamer warten, den kriege ich ja da hinten hergeschmissen, da, da, da. Also musst du ganz weit vorne in dem Bereich sein. Und das kostet echt Energie, weil du heute keine Zuverlässigkeit mehr hast. Das ist ja selbst jetzt, obwohl wir seit gestern oder vorgestern ohne Maske, aber Corona ist ja immer noch mit Auswirkungen ohne Ende. Und auch sonstige wirtschaftlichen Verzerrungen haben wir ja ohne Ende. Das heißt, wir kriegen wirklich kein ruhiges Fahrwasser in die gesamte Lieferantenkette. Kriegen wir nicht rein. Und das ist, ja, das hat echt gezerrt. Aber in der Corona-Zeit konntet ihr schon etwas vom Lager auch zehren noch in der Zeit, ne? Auch um Naja, eure also. Projekte zum Beispiel auch noch abzuwickeln und so, weil da war ja wahrscheinlich auch vieles offen dann in der Zeit, wo ihr gebaut, umgebaut habt mit eurem Partner, ne? Also, es war so, dass wir im Januar, Februar schon ein Gefühl hatten, hier kommt was auf uns zu. Weil wir merkten zum einen mal, dass es schon Schwierigkeiten gab mit Verfügbarkeiten. Man muss wissen, es hat noch bei uns in der Branche im Speziellen, also in der Unterhaltungselektronikbranche, also das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Wenn das einer aus Film machen würde, würde er sagen, was für ein bescheuertes Drehbuch ist das denn? Aber da ist wirklich die Firma AKM abgebrannt. AKM ist einer der führenden Hersteller von Digital-Analog-Wandlern. Das ist das Herzstück jeder HiFi-Anlage, der Digital-Analog-Wandler. Und AKM ist so eine der absolut führenden Marken und die sind abgebrannt. Die haben angeblich 3 Tage gebrannt in Japan. Und die glaubt, das glaubt man nicht, aber die hatten keine zweite Produktion irgendwo auf dieser Erde. Das war alles da drin. Jetzt bist du ein Kunde von AKM, kriegst deine Chips und musst ja von tausend von Bauteilen dieses Ding zusammenbauen. Und jetzt ist dieser Chip nicht verfügbar gewesen. Da steht das gesamte Band, da stand alles in der Branche. Ob das jetzt Sound United, Denon Marantz und Co. war, ob das andere waren, kleine High-End-Marken, das war alles plötzlich komplett. Die Preise gingen über Nacht hoch. Die haben statt, sagen wir mal, $10 für den Chip, haben die plötzlich $100 bezahlen müssen. Also totale Chaos. So, wir also schon angefangen, Ware aufzukaufen, die schon produziert war, ohne Ende. Gibt uns das alles her. Dann ging es los, dass also jetzt Corona sich andeutete. Und dann haben wir gesagt: Oh, verdammt nochmal, jetzt haben wir die Ware sogar auf Lager. Jetzt kommt aber Corona und dann kommt der Freitag, das war der 13., wenn ich mich täusche, der Freitag, der März 13., meine ich, oder Februar, war Lockdown angekündigt. Und da habe ich echt Muffen gekriegt.
weil da habe ich jetzt Scheiße, jetzt habe ich das Lager voll, ne? Weil wir haben uns ja eingedeckt jetzt und kann keiner keinen kaufen. Mehr in den Laden reinlassen. Nee. Und dann in meiner, wie heißt es so schön, unnachahmlichen Art, habe ich mich dann echt in mein Sofa gesetzt an einem Freitagnachmittag, in mein Kino-Ding, und das kann man glaube ich auch noch irgendwo sehen. Und dann habe ich echt in mein Handy reingequatscht und habe gesagt, liebe Leute, was da jetzt auf uns zukommt, keine Ahnung, was das wird, aber tut uns einen Gefallen, vergesst uns da draußen nicht, mhm, und guckt, dass ihr den Handel nicht vergesst, weil ich hatte natürlich schon gewusst, dass natürlich Amazon und Co. am meisten gut profitieren. Könnte. Ja, klar. Profitieren und tut uns den Gefallen, unterstützt den Handel, was auch immer wir uns alles einfallen lassen, aber vergesst uns hier nicht, weil wir hatten ja keine Chance mehr, jemanden in den Laden reinzubekommen. Keine, mhm, Chance. Und dann habe ich das sogar einen Tag später online gestellt, weil ich erstmal überlegt habe, will ich oder will ich nicht, aber ich wollte auch jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, auf der anderen Seite wollte ich einfach sensibilisieren. Ja, weil natürlich kannte ich eine Menge Leute aus unserer Branche, als aber auch Leute aus anderen Einzelhandelsbranchen, die Gastronomie, das war ja eine Katastrophe. Und ja, dann waren wir also erstmal da und ich hatte auch vorgehabt, keine Kurzarbeit zu machen, weil da hatte ich dann irgendwie gehört, das musste sogar teilweise vorfinanzieren und was nicht, das hörte sich schon wieder nach Bürokratie an und die Energie, ja, die ich da hätte brauchen müssen, die wollte ich lieber in Ideen für den Verkauf investieren und die Zeit. Und dann habe ich das also nicht getan und dann haben wir eine Woche drauf ganz spontan überlegt, lass uns Live-Chats machen. Mhm. Ja, lass uns Leute einladen aus unserer Branche und wir reden mit unseren Kunden live. Und dann habe ich erstmal lange gesucht, dann war die ersten 10 Minuten war der Megaflop, hat gar nichts funktioniert, bis einer von meinen Zuschauern sagte, hör mal, da gibt's doch Zoom, kannte ich überhaupt nicht. Und dann haben wir innerhalb von einer halben Stunde an dem Abend das Ding mit Zoom zum Laufen bekommen und das dann von Zoom auf YouTube gestreamt. Das war dann die perfekte Kombination. Und dann haben wir tatsächlich dann eine irre Reihe von Live-Videos in den darauffolgenden Tagen und Wochen mit wunderbaren Partnern, Lieferanten, teilweise auch ganz externen Leuten, die mit unserer Branche nichts direkt zu tun hatte, hingekriegt. Und das hat uns den Arsch gerettet. Das heißt, das war gut. Aber man muss ja wirklich sagen, also wirklich Respekt. Ich meine, du und euer Team, ihr habt ja wirklich... Also ihr seid ja wirklich immer am Reagieren, wenn es irgendwie gerade mal kippt durch Corona, durch irgendwelche gesellschaftlichen oder politischen Veränderungen oder Marktveränderungen, wie du sagst, auch im Einzelhandel. Also ihr seid ja bis heute wirklich immer dran geblieben. Ja? Das musst du. Das ist etwas, jetzt wird es, ausdrücken. Also das ist eine andere Seite von mir und auch vom Grobi sicherlich. Ich muss natürlich als Unternehmer wissen, was in einem Land passiert und ich muss auch wissen, wie die wirtschaftlichen Situationen sind. Okay? Mhm. Und ich kann hier nicht ins Blaue hinein. Ja, wir verkaufen Luxus, da mache ich mir noch nichts vor. Also ob der Fernseher jetzt 65 oder 75 Zoll ist, das ist eine Luxusentscheidung. Papa hat die Kohle oder hat sie nicht. Ja? Mhm. So, und wir müssen eben auch sogar, und das sind noch andere Themen, die kommen, in einem, sagen wir mal, in einem gesättigten Markt, das ist so ein, ich habe ja nie studiert, weißt du? Mhm. Ich kriege ja manchmal so Begriffe wie Cross-Marketing und sowas. Sag ich mal, geil, super, ich mache jetzt Cross-Marketing, ohne dass ich dies, wusste ich ja gar nicht, ne? Und also so Geschichten. Also das ist, bei mir war es immer dieses verdammte und gute Bauchgefühl. Mhm. Immer Bauchgefühl, ja, und wenn du nichts wagst, dann kannst du nicht gewinnen und natürlich fliegst du mal auf die Fresse, ja, aber du musst natürlich den Laden trotzdem Oberhand lassen und natürlich verliert man auch schon mal Geld, aber unterm Strich darf es immer, und das ist natürlich wichtig, muss natürlich immer mehr gewonnen als verloren haben, das ist ja überhaupt keine Frage, aber wer sich bei dem ersten Mal, beim zweiten Mal schon sofort frustriert in die Ecke setzt, ja, dann ist er eben nicht für einen Unternehmer geboren. Dass ich zum Unternehmer im Nachhinein geboren bin, wusste ich ja auch nicht, hat mir ja nie einer gesagt, mein Vater ist Angestellter gewesen, der war Hausmeister von der Realschule, geiler Typ, super engagiert, ganz anderer Typ, als man sich die so vorstellt, nix grauer Kittel und so, ne, viel von ihm gelernt, meine Mutter ähnlich, also wirklich resolute Menschen und wir haben das von denen gelernt irgendwie und den Rest haben wir uns selber beigebracht. Mhm. Ja, und ich kann nur sagen, also bei all den ganzen Ausbildungen und ich mache jetzt hier dieses Studium und dieses und jenes und so, wenn du von einer Sache überzeugt bist, dann versuch es natürlich hinzubekommen mit Kohle und du musst aber immer dran denken, selbst wenn die Kohle geliehen ist, irgendwann musst du zurückzahlen. Ne? Also das ist immer so das Thema Startup, kriegt ganz viel Kohle, ne, und dann in 5 Jahren ruft der an und sagt, jetzt bin ich aber gerne wieder Geld haben. Das sind dann so die anderen Themen, ja. Da haben wir nie was mit am Hut gehabt, ja. Toi, toi, toi. Ja, also und ja, nochmal zurück zu deinem Corona und auch jetzt zur Wirtschaft und Politik und was nicht allem, man muss die Augen aufhaben. Ja, also ich habe jetzt in den letzten 3 Jahren sogar die IHK kennen und lieben gelernt. Hätte ich nie gedacht, ja. Okay. Also, weil ich wusste es ja nie, wofür muss ich eigentlich die Kohle die Beiträge zahlen, genau. Genau, ich kriege da das IHK-Magazin, das landet direkt im Altpapier, muss ich leider so sagen, ja. Aber was machen die eigentlich für mich, ja? Also, ich muss nicht nach Russland oder nach, weiß nicht wohin, exportieren, ich muss nicht dies und jenes machen, das habe ich alles nicht. Ich bin ein örtlicher Einzelhändler, was macht die eigentlich für uns? Ne? Genau wie die Politik, was macht ihr für uns? Die Frage stelle ich mir allerdings immer noch. So, aber bei der IHK muss ich sagen, während der Corona-Zeit habe ich die wirklich kennen und lieben gelernt, habe auch an vielen Veranstaltungen
Veranstaltungen teilgenommen, die dann per Zoom waren, wo man versuchte, dem Einzelhandel zu helfen. Ich brauchte jetzt nicht die Hilfe, aber ich wollte mich austauschen mit anderen und das wurde dann von denen moderiert. Und das war gut, aber war auch gleichzeitig sehr, sehr, sehr frustrierend. Weil da einfach die falschen Leute mitmachten. Also die Leute, die mitmachten, waren die Guten und die eben nichts gemacht haben, die haben auch weiterhin bei solchen Veranstaltungen nicht mitgemacht. Und das nicht mitgemacht, war. Genau. Mhm. Okay. Wie ist das denn so grundsätzlich? Jetzt ist natürlich auch diese technische Entwicklung immer in den Geräten, hauptsächlich im Beamer-Bereich oder auch in den AV-Receivern, also Dolby Atmos kommt, ein neues Update. Mhm. Da musst du ja auch, ich sag mal, in einem gewissen Zeitraum auch bestimmte Geräte dann irgendwann mal abverkauft haben, weil du weißt, da kommt der Nachfolger. Ja. Wie hat sich das denn so, ich sag mal, über die Jahre so eingependelt bei euch? Das ist kein Problem. Also das ist erreicht worden durch unsere Reichweite. Also Karst ist ein kleines Dörfchen mit 45.000 Einwohnern, besteht aus mehreren kleinen Dörfern zusammen, ist ja in der Nähe von Düsseldorf an der Autobahn A57, 52 und ist jetzt nicht unbedingt der Nabel der Welt. Ja, außer dass wir jetzt diesen modernen IKEA da haben. So, also schlussendlich, wie wollte ich aus diesem kleinen Dörfchen irgendwie deutschlandweit bekannt sein? Oder von mir aus nur im Umkreis von 50 Kilometern. Ja, das haben wir nur über das Internet und über YouTube geschafft. Das muss man ganz klar sagen. So, und das heißt also, heute habe ich eine hohe Reichweite und eine hohe Aufmerksamkeit. Und wenn ich jetzt mal auf meiner Seite ein Produkt präsentiere, dann kann ich davon ausgehen, dass das nicht nur zwei Leute sehen. Ja. Und dann ist es nur Gesetz der großen Zahl. Okay, also insoweit mache ich mir da nicht mehr so viel Sorgen. Wir hatten Anfang des Jahres hatten wir ein Angebot bekommen. Wir haben einen Lautsprecher im Programm, den wir massiv sehr häufig verkaufen. Da hieß es ja immer, der hat sich in der Farbe geändert. Das alte Ding heißt jetzt schwarz, der andere, der neue heißt jetzt Schwarz-Schweizer. Also ganz verrückt, das war nur minimal anders. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, was hast du denn von dem alten noch? Ja, den. Und dann haben sie uns einen Preis angeboten. Der war wirklich ein Knaller. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen da eine Aktion draus. Hör uns, wir haben also auch für uns neue Erfahrungen in Rekordzeit eine wirklich beeindruckende Stückzahl an Lautsprechern verkauft. Weil heute eben ganz schnell ein Satz raus und dann ist dieser Lautsprecher da drin gewesen, dann ging das rund in den Foren, dann war es plötzlich bei MyDeals, da kannst du ja auch nichts für und dann war plötzlich das Ding war weg. Das war natürlich geil. Also das ist eine schöne Geschichte. Man muss sowas vernünftig nutzen. Ja, ich habe auch eine Sache gehabt, wo ich letztes Jahr einen Lieferanten leider Gottes mal öffentlich anzählen musste. Das hat dann plötzlich eine Dynamik bekommen, damit hatte ich gar nicht gerechnet, weil das ging bis nach Amerika, das ging bis nach Asien und das hat dem Lieferanten richtig Geld gekostet, weil er hat einen Storno nach dem anderen bekommen. Damit hatte ich dann gar nicht gerechnet. Ne? Also wir haben echt anscheinend eine Reichweite, von der ich manchmal gar nichts weiß, weil es international ist und auf der anderen Seite die nationale, ja, würde ich sagen, ist schon schön, ist ein gutes Gefühl. Ist natürlich auch heutzutage auch nicht ganz ohne. Ne? Also den berühmt-berüchtigten Shitstorm, ja, Gott behüte, habe ich in dieser Art und Weise auch noch nie erlebt. Ja? Wobei ich auch immer Kontra gebe, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt. Dann gibt es auch schon mal einen Kommentar zurück bei mir auf meiner Seite, weil wir ja die Kommentare immer freigeschaltet lassen. Und auch lesen. 99,9%. Ja. Ja, lesen kann ich den ganzen Quatsch nicht immer, aber weil auch der Arzt mir das verboten hat, aber vieles davon lese ich dann doch. Und dann geben wir aber auch schon mal ein bisschen was zurück, weil also, es ist natürlich so, anonym kann ja jeder was schreiben und das ist dann wiederum die andere Schattenseite des ganzen Thema Medien und soziale Medien und Internet. Da will ich jetzt auch nicht sagen, dass es bei uns jetzt kein Thema ist. Ich wollte nochmal auf diesen Bereich Heimkinobau ein bisschen detaillierter eingehen. Da sind ja auch viele Einbaulautsprecher und so weiter in Verwendung. Also die praktisch in die Wand mit eingebaut werden und Double Bus Array und SBA und all diese Dinge. Diese ganzen Hersteller, wie seid ihr denn auf die beispielsweise gekommen, wo ihr gesagt habt, also die sind gut für uns und die sind nicht gut und so weiter? Das ist auch eine sehr spannende Geschichte, weil in der heutigen Zeit habe ich gelernt, oder ich habe irgendwie einen Ruf wie Donnerhall, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Thema Akquise irgendwie etwas, was den meisten Verkäufern echt abhandengekommen ist. Also das heißt, also glaubt mir nicht, dass wir hier jede Woche zwei Lieferanten haben, die mit wirklich gutem Konzept hier hinkommen, nicht nur mit, ich habe hier ein Produkt, ja, sondern mit einem Konzept, mit einem Paket, was man gemeinsam besprechen kann, was vielleicht sogar schon auf uns individualisiert, optimiert wurde, weil man ja weiß, über welche Kanäle wir verfügen, glaubt man nicht, dass das normal ist. Das ist echt nicht der Fall. Also da bin ich immer wieder erschrocken, weil ich habe Akquise noch echt gelernt und wir sind echt noch zu Bürofachhändlern hingefahren, haben uns vorgestellt, gemacht, getan und so weiter. Ich erlebe das nicht, muss ich ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere aus der Branche jetzt dazuhört und meint, ja, dann rufen wir den Schappert mal an. Also nur zu sagen, ich bin jetzt der Herr sowieso und ich bin von der weltberühmten Firma sowieso und habe hier ganz tolle Produkte, das ist mir persönlich zu wenig. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Bin ich aber auch gern bereit, Zeit zu investieren und mit den Leuten darüber nachzudenken, wie kann man vielleicht über unseren Kanal sowas
sowas machen. So, die Frage, die du hattest mit dem Produktprogramm. Also wir haben über die Jahre hinweg unser Produktprogramm peu à peu aufgebaut. Wir sind natürlich immer wieder auf Messen. Jetzt war ja die ISE in Barcelona. Ja. Die ist zu 99% überhaupt nicht unsere Messe. Trotzdem ist es interessant, einerseits aus den Gründen, weil das eine Prozent für mich wichtig ist, und trotzdem muss man über den Tellerrand schauen. Ja, man muss ja auch gewisse Entwicklungen mal sehen, was könnte vielleicht irgendwann mal auch in unserem privaten Einsatz vielleicht eingesetzt werden. Okay? So, und ansonsten Foren, bestimmte Trends, was gibt's da? Ah, da gibt's so eine neue Software, die wird benommen, wenn man mit Beamern arbeitet, etc., etc. Das Thema Double Bus Array, was du ansprichst, also für alle, die nicht wissen, was meint er da vielleicht? Man hat ja normalerweise einen Subwoofer zu Hause im Wohnzimmer, sucht sich irgendwo eine Stelle, wo er nicht stört, aber dann ist er, wenn ich Pech habe, auch nicht gut zu hören. So, und wir haben, wenn wir separate Räume planen, also der gute Holger Franz mit Firma Heimkino, Kinobau, der macht dann eben in einem Raum, der eine Raumtiefe hat von 4, 5, 6 Metern vielleicht, baut er dir 4 Subwoofer vorne an die Wand, und zwar 2 so auf halber Höhe und die anderen noch ein Stück drüber, also nicht auf dem Boden stehend, und dann baut er dir 2 jeweils hin, also nochmal 4 auf der anderen Seite, also insgesamt 8 Stück beispielsweise. Der Vorteil davon ist, wenn du so einen Bass erzeugst, dann kannst du den vorne produzieren über die gesamte Wandfläche, der schießt wie so eine Welle durch den Raum. Und der hintere, die hintere Basswand saugt das Signal auf, weil sie minimal verzögert das gleiche Signal bekommt. Okay? Das heißt, die Rückwand verschwindet sozusagen, ne? Ja, du hast nicht dieses Aufschaukeln, dieses Dröhnen und was alles da entstehen könnte. Das ist ein richtig geiler, trockener Bass, der überall, wo du sitzt, gut zu spüren ist. Okay? Mhm. Und das ist eine Menge an Erfahrung und Know-how, die notwendig ist, weil da gibt es das eigentlich selten bis gar nicht an der Hochschule zu lernen. So, und das ist Learning by Doing. Ja, und ich bin auch selber auch froh, dass ich als Unternehmer es weiterhin schaffe, immer noch mit meinen Kunden selber Kontakt zu haben. Ja, also es wäre Holle für mich, wenn ich jetzt demnächst nur noch sage, jetzt habe ich da meine 10 Leute, jetzt sitze ich an meinem Schreibtisch, jetzt mache ich nur noch Delegation. Gottes Willen. Das geht gar nicht. Also ich hänge auch zur Not einen Fernseher persönlich noch auf, wenn es sein muss. Nicht zwar mit der Bohrmaschine, aber mit Anpacken, Aufhängen mache ich auch noch. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du nie die Bodenhaftung verlierst, dass du immer mit im Markt drin bist. Mhm. Und das schaffe ich ja durch die Mischung von hier präsentieren, dann Videos machen, dann noch sogar das Endergebnis persönlich mal hören, sehen können. Und das ist einfach eine Mischung, die ist ein Traum. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Wie ist heute, wenn du mal euer Geschäft so betrachtest, die Kombination aus dem Verkauf von Einzelgeräten, aus dem Bereich Komplettheimkinobau, Teilbegleitung oder bei den Leuten gucken, was haben sie mit euren Geräten gemacht? Kann man das so ein bisschen sagen? So 20% ist das, 15-40% ist der Komplettheimkinoanteil. Wie ist so die Aufteilung grob, ganz grob? Also Online-Shop. Also, ich glaube, du bist besser vorbereitet als ich jetzt. Ich komme wieder auf mein Bauchgefühl. Das mag den einen oder anderen vielleicht jetzt ein bisschen irritieren, gerade die, die alle studiert haben und die mit irren Zahlen jonglieren und so weiter, ja? Also mein Credo war, gerade jetzt während Corona, war immer gewesen, wir müssen die Kohle so machen, dass wir am Monatsende alle Gehälter zahlen. Das war mir das Allerwichtigste. Hm. Und das ist auch immer meine Einstellung gewesen. Dass am Monatsende dann noch was mehr übrig geblieben ist, cool. Aber da dummerweise geht ja auch die Hälfte für die Steuer drauf. Ja. Also schlussendlich war für mich wichtig, wir müssen unseren Laden selbst finanzieren. Und wenn wir was Neues brauchen, neue Technik und so weiter, dann müssen wir das aus dem laufenden Cashflow, ne, war auch so ein toller Fachbegriff, holen wir das aus dem Cashflow, holen wir uns das raus und dann wird das gekauft. So, jetzt kommt die Thematik Aufteilung. Also, ich kann dir sagen, dass wir je nachdem, und das war natürlich dann 2020, als der ganze Shit da draußen losging, haben wir natürlich nicht gewusst, wie wird sich das im nächsten Monat entwickeln, und nachher dann wüssten ja viele Branchen, dass sie plötzlich ein Rekordjahr hatten. Bei uns hat das Rekordjahr online natürlich richtig geknallt, weil wir ja Ware hatten am Anfang dieser ganzen Käse und wir natürlich sofort wussten, jetzt gibt es nur eins, wir müssen irgendwie an die Ware rankommen. Und da sind natürlich meine Lieblingslieferanten auch wirklich, auch wenn es manchmal schwierig war mit denen, sind dann echt, haben wir das gut hinbekommen. Ja, weil es gibt dann eben auch so Sachen, wo du sagst, mein Gott, Lieferant, also du weißt doch, dass ich von dem Gerät ganz viele Sachen kaufe. Und wenn so ein Ding mal verkauft, jetzt knapp wird, dann ruft mich doch mal wenigstens an und dann sag mir das doch mal, damit ich nicht, wenn ich morgen anrufe, zu hören bekomme, ja, die sind alle verkauft. Ja, also das waren so Sachen, die mussten alle Parteien neu lernen. Ja, weil es war nicht mehr normal, in den Rechner zu gehen, da sind 100 Stück, klar kannst du 10 haben, kein Thema.
Thema. Also das war eine Sache, da haben wir alle gemeinsam lernen müssen, auch Wege finden müssen, wie wir versuchen, was ja irgendwie uns miteinander zu informieren, auch wenn die Ware nächste Woche, wenn sie hätte kommen sollen, nicht gekommen ist. Da habe ich ja keinen Kopf abgerissen. Ich weiß ja, was da draußen los war, aber wir mussten eben wissen, kommt die nächsten Monat eventuell oder kommt die erst in 3 Monaten? Ja, es gab ja Fälle, die haben erst in 5 Monaten. 5 Monaten geliefert, ja. Ja, das gab es ja alles, ja. Und das ist mir natürlich lieber zu wissen, es kommt in 5 Monaten, als wenn er sagt, nö, also normalerweise kommt das ja nächste Woche. Ja, normalerweise war aber nicht, ne? Ist ja nichts mehr normal gewesen. Also wichtige Geschichte. So, und wir haben dann natürlich ganz viel im Shop gemacht. Ich bin immer der Meinung, wir sollten, wenn es gut geht, 50-50 machen. Ja, dann habe ich über die eine 50 mein Grundrauschen drin und kann meine Gehälter, meine Miete, alles zahlen. Und die anderen 50 machen wir hier vor Ort mit Individuallösungen, mit auch vielleicht auch nur ein einzelnen Beamer. Aber ich brauche das auch, weil sonst kann ich einen Laden zumachen. Da brauche ich halt keinen mehr. Einen reinen Shop wollte ich nie machen. Ich wollte immer Menschen hier haben. Ja. Ja, wir wollten immer Menschen hier haben, Menschen, die was mit uns erleben, wo wir kommunizieren, wo wir Abwechslung haben. Und das war mir wichtig. Deshalb werde ich nie da in die Richtung gehen, dass ich sage, ich mache das jetzt nur noch Shop und setze mich jetzt nach Hawaii und mache da von da aus meinen Shop. Kein Bock drauf. Okay, und das haben wir hingekriegt. So, jetzt Einzelgeschäft. Also das Mehrzahl ist ganz klar Einzelgeschäft. Also die Thematik, dass einer hier rausgeht mit einem Satz von Technik und den Wagen bis zum Dach hier vollknallt. Übrigens machen wir da immer nette Bilder, wenn da einer mit seinem Cabrio kommt und will einen 65-Zoll-Fernseher hinten reinpacken. Das ist immer ganz lustig. Dann gibt es dann schon mal Bilder oder ein Smart oder sowas mit 3 Subwoofern dann da drin. Also wir hatten schon Kombinationen, da war das Auto, die Technik dreimal mehr wert als das Auto, hatten wir auch schon. Mit einem Plasma wäre das liegend, aber im Cabrio hätte das nicht funktioniert, oder? Aufgrund der Glasscheibe. Das mit dem Liegen und dem Stehen, das ist ein anderes Thema. Das lassen wir jetzt mal bitte hier. Nein, also es ist so, dass wir diese Projekte, das ist das, was Holger macht. Und da können wir ja gleich nochmal ganz explizit sagen, was ist das überhaupt so von der Menge etc. Also das, was wir machen, wo die Kunden sich selber das zusammenbauen, ich weiß nicht, ob das 10, ob das 20% sind, das ist schwer zu sagen, aber das ergibt sich manchmal im Gespräch. Es gibt auch Fälle, wo die Leute eigentlich nur einen Beamer holen wollen und sind nachher mit einem riesen Paket rausgegangen. Wieder rausgegangen, ne? Ja. Das kann natürlich auch passieren, ne? Also, und wir lassen natürlich auch jeden raus, der sagt, nee, ich will noch nicht, ich muss mal wieder mit meiner Frau reden. Ja Gott, das ist ja etwas, was manchen sicherlich dann vielleicht auch schon mal schwerfällt. Also muss ich jetzt zum Schabbat gehen? Jetzt habe ich einen Termin gemacht, jetzt erwartet der sicherlich, dass ich hier irgendwie, 5,90 € hier liegen lasse. Nee, das haben wir überhaupt nicht. Mag man vielleicht naiv meinen oder mag man auch vielleicht nicht glauben, aber das ist in der Art nicht. Und, darf ich nicht vergessen, der Samstag war immer bei uns der freie Tag ohne Termin. Mhm. Samstags kommen die Leute rein ohne Termin. Schnuppertag, anonymisiert irgendwie hier unter der Menschenmasse, je nachdem, wie viel los ist. Ne? Hoffentlich spricht der mich nicht an, gibt es ja auch schon mal Fälle. Nein, also überhaupt kein Problem. Samstags reinhören, schnuppern und wenn es gefallen hat, dann machen wir gerne nochmal einen separaten Termin. Oder wenn der Samstag so cool war, dass er schon direkt seine Entscheidung fällen kann, ja Gott, dann kann er mit dem ganzen Zeug auch rausgehen. Also diese Aufteilung war das auch. Ja. Das heißt, ganz kurz mal noch, das heißt heute zum Beispiel, sagtest du ja, heute waren, wie viele Leute waren heute zum Beispiel da? Also war volles Haus, oder? Heute war volles Haus, ja. Also volles Haus heißt für uns 35, 40 Leute verteilt auf den Tag, war auf jeden Fall. Boah, und die müssen ja auch alle, ich sag mal, muss ja mit allen gesprochen werden, Zeit nehmen, der ist ja Wahnsinn, oder? Also die Zeit, die fliegt ja dann, oder? Ich sag dir ganz ehrlich, ich mache dann gerne schon mal Gruppenseminare. Also echt jetzt. Also wenn jetzt beispielsweise da 2, 3 Leute bei mir von meinem Laser-TV stehen, ja, also waren größtenteils heute Pärchen, was dann schon mal genial ist. Hoppla, jetzt muss man eben, glaube ich, das Mikro runtermachen, weil ich mal eben kurz mal räuspern muss. So. Alles live. Also bleibt alles so, drin. Dass, bleibt alles von mir aus drin. Okay, war auch kein Corona. Also dann habe ich denen gesagt, okay, wer will den Laser? Ja, wir alle. Ja, dann sage ich, dann kommt doch mal zusammen. So, und dann fange ich da an, was zu erzählen. Und dann frage ich aber auch. Und dann, es hat sich schon daraus ergeben, dass sich Freundschaften daraus gebildet haben. Ach wie, das haben sie so gelöst? Ja, guck mal hier. Dann zeigt er so ein Handy mit seinem Wohnzimmer. Ach, das sieht ja aus wie bei uns. Oder dies oder das. Ne? Das ist so genial. Ja, weil wir sind ja auch hier irgendwie so familiär. Ne? Wir sind ja nicht in einem riesen Saal, wo dann irgendwie 300 Leute parallel durch die Gänge strömen, sondern das ist ja, wenn man das bei uns auf der Homepage sieht, und ich habe ja so einen 3D-Scan mal gemacht von unseren ganzen Räumen, da kann man so virtuell durch die Räume fliegen und die ganzen Produkte sehen, dann tauschen die sich sogar untereinander aus, ja, und so in dieser Dialogart versuchen wir das Geschäft zu machen, also in Form der Beratung, ja, also unser Geschäft zu betreiben. So, und dann hat der eine überlegt, der andere überlegt nicht mehr, der sagt, nee, jetzt ist die Entscheidung gefallen, alles klar, will ich haben, wunderbar, packen wir das ein, kriegt noch eine Grobi-Tasse dazu und das Grubi-Schild, mega. Und der andere sagt, nee, ich überlege noch. Dann gehe ich ins Grubi-Kino. Dann sagt er mal, wollt ihr mal ins Grubi? Ja, können wir in das Grubi-Kino? Ich kenne das ja aus den Videos. Ja, sag ich, ja klar.
Ja, das wäre ja super. So, dann kommen die hinterher, setzen sich in mein Grubi-Kino rein und das ist dann so, als ob ich beim Autohaus immer diesen Ferrari gesehen habe, ja, und fahre aber den Fiat 500 oder von mir aus einen anderen Fiat oder was auch immer und dann darf ich tatsächlich mal in den Ferrari rein und darf den sogar fahren und das mache ich liebend gerne. Ja, die kommen hier rein und dann hören die sich das an und ich mich versehe, kommen wir auch schon mal ein bisschen so auf Nebenthemen. Na, welchen Kinofilm man sieht denn? Ja, der ist doch cool oder das ist ein Filmtipp und so. Also da steht auch gar nicht mehr die Technik im Vordergrund, welche Herzzahl, wer da in der Ecke auch immer produziert, sondern da zählt wirklich das Erlebnis und die Reaktion. Und das ist einfach toll. Weil die Leute sozusagen dann da wirklich mal vollständig drin versinken können, sage ich mal. Auf, ich sag mal, Referenzniveau irgendwo auch. Ne? Ja, Referenz und nicht. Es gibt ja groß und klein. Aber weißt du, am Montagmorgen kann der in der Kantine vielleicht sagen, hör uns, ich war da jetzt bei so einem bekloppten Grubi-TV, die machen da eine Show, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Ja, da musst du auch mal hin. Wenn du da einen neuen Fernseher oder ich habe da was gehört mit Surround Sound, das kannte ich noch gar nicht. Hör dir das mal an. Ne? Ist super. Alles gut, habe ich alles erreicht. Weil ich weiß das, Gesetz der großen Zahl, der eine oder andere wird irgendwann bei uns kaufen. Toi, toi, toi. Ja, und ihr habt sozusagen da auch einen, ich sag mal, ja, einen absolut genialen Moment geliefert. Oder? Also das muss ja schon, ich sag mal, wie du schon sagst, wenn man jetzt ein klassisches, einfaches Heimkino hat und kommt dann in den Ferrari in Anführungsstrichen, das haut einen ja auch weg, sag ich mal, wenn man das erste Mal hört und sieht. Oder? Ja, genau. Also wir lassen es hier schon knallen. Das ist schon, das macht schon Spaß hier. Ne? Also da, wir haben jetzt einen Beamer gekauft, wir wollen jetzt auch mal in diesen, das ist jetzt das, was dann Holger macht. Ja, Holger sitzt ja jetzt nicht mehr in Pforzheim, das war ihm anscheinend zu kalt und zu viel Schnee und was nicht allem, sondern jetzt ist der tatsächlich mit seiner Frau und seinen zwei Hunden soll er machen, oder gemacht, ist auch geil, nämlich nach Cuxhaven, nach Wurmsdorf oder Wunsdorf da in die Richtung gezogen, hat dort ein schönes Haus mit einer Halle gefunden, also auch Gewerbegebiet und in dieser Halle baut er gerade in diesen Stunden sein Vorführheimkino. Das heißt also, wir werden jetzt Norddeutschland, hoffe ich mal, richtig rocken und es gibt eine Menge Leute aus Norddeutschland und das ist ja das Schöne auch, wenn du bei uns auf dem Parkplatz guckst, das ist wirklich beeindruckend, wo die teilweise herkommen, ja. Also die sind dann echt schon mal 200-400 Kilometer gefahren. Unterwegs. Und dann haben wir auch extra hier so eine Zapfsäule für Strom hier, da sind wir wieder beim Anfangsspruch, ne, du mit deinem Podcast und Elektroautos, dachte ich schon, um Gottes Willen, aber bitte, zwei Elektroautos haben wir auch wenn ich keinen davon fahre, aber wir haben da zwei Elektrokarren hier bei uns, also meine Mitarbeiter haben dann diese Stromsäule und die ist dann auch kostenlos für unsere Kunden. Und da waren heute zwei Leute mit Tesla. Ja, dann können sie, wenn sie wollen, auch kostenlos auch aufladen. Kostenlos laden. Ne? Ja, klar. Jetzt habt ihr ja diesen Bereich, ich sag mal, der Teilprojektierung bei den Heimkinos, wo ihr also unterstützend seid. Ja. Und aber auch diesen Bereich der Vollprojektierung, wo das komplett umgesetzt wird. Wie viele Kinos kann man denn überhaupt im Jahr, ich sag mal, komplett umsetzen? Also das sind doch nicht mehr als 4-5 Stück, oder? Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, das sind mehr. Es sind wirklich mehr. Also, jetzt, ja, klar. Wow. Also, ich hätte jetzt, wenn du mir die Zahl 4 nicht gesagt hättest, hätte ich gesagt, das sind leider zu wenig. Wow, okay. Also wir machen 15 Dinger, 12 bis 15 Dinger im Jahr. Boah, so viel Heimkinos komplett, okay, das ist krass. Ja, aber überleg doch mal, also im nächsten Leben, ja, machen wir das vielleicht noch mehr, aber das ist jetzt irgendwo begrenzte Kapazität. Das Problem ist bei Heimkino und jetzt kommen wir ja nochmal, wir mussten ja den Spannungsbogen halten, ich hoffe, die sind alle dran geblieben, weil jetzt kommen wir ja endlich zu dem Thema Holger Franz, Heimkinobau und so weiter. Es ist ja so, dass wir das Thema Heimkino in Deutschland, da haben wir keine Geschichte. Also in Amerika, glaub mir mal, da haben die in den 50er Jahren schon den Filmprojektor in separaten Räumen drin gehabt und konnten da schon gucken. Also in Hollywood sowieso, aber auch drüber hinaus teilweise. Ja? Mhm. Und wir sind damit, wir haben wahrscheinlich in den 70ern haben wir alle einen Bar und im Keller gehabt, ja, aber ein Heimkino bestimmt nicht. Nee. Also die Leute, die damals sich einen Filmprojektor zu Hause installierten oder diese Super 8-Dinger, ich erinnere mich noch, als VHS auf den Markt kam, da war ja vorher Super 8, dann dachte ich, oh, jetzt kann ich Star Wars gucken auf Super 8. Ja, was war? Da war dann von dem anderthalbstündigen Star Wars-Film, hatten die nur eine halbe Stunde, haben die das Bild zusammengeschnitten. Und dann habe ich dann meinen Star Wars in einer halben Stunde sehen können. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich weiß ja nicht, welches Jahrgang du bist. Aber das war wirklich da die einzige Möglichkeit, sich ein bisschen Kino nach Hause zu holen. Super 8. Marketingfilm und wie die alle hießen. Ne? Nochmal, hast du echt Star Wars da gesehen? Dann guckst du auf die Lautsprecher und denkst, was ist denn das hier? Das ist ja gar nicht der ganze Film. Ja, weil das eigentlich selten die vollen Versionen gab. Ja. So, und wir haben diese Geschichte in dieser Art nicht. Und jetzt ist es aber eben durch unsere Videos und durch sicherlich auch andere Aktivitäten, die wir weltweit haben und auch Kollegen, wir sind ja nicht die Einzigen, muss man ja fairerweise auch sagen, aber vielleicht sind wir die Besten, wer weiß. Auf jeden Fall haben wir, oder die umtriebigsten, sagen wir es mal so diplomatisch, haben wir einfach durch diese Videos, durch die ersten Videos, wo wir Leute gezeigt haben, die sich selber ein Heimkino gebaut haben. Ja. Das waren ja noch die, die selber gebaut haben, ja. Wo wir gesagt haben, wenn ihr fertig seid, kommen wir rüber, gucken uns das mal an. Haben wir natürlich ganz viel Aufmerksamkeit bekommen.
Und jetzt ging es dann, dass wir sagen, okay, und jetzt willst du also komplett alles aus einer Hand haben. Holger ist da, der Holger redet mit den Kunden, der Kunde sagt uns, was er für einen Raum hat. Die bauen mittlerweile Häuser, dass sie sogar von vornherein einen separaten Raum mit eingeplant haben, wenn sie früh genug daran denken. Oder sie renovieren oder die Kinder ziehen aus und endlich ist der Raum frei für mein Heimkino. Also all diese Kombinationen gibt es ja. Und zwar von Reihenhaus bis Villa bis weiß nicht was, also querbeet auch über alle, das ist mir sehr wichtig, über alle Einkommensschichten. Ganz wichtige Sache, ganz wichtige Sache, okay? So, wir würden nie sagen, ey, wenn du mich anrufst, musst du aber mindestens 60.000 Euro für ein Heimkino ausgeben. Würden wir nie sagen und ist auch nicht die Summe, überhaupt nicht, okay? Und dann ist der Punkt, dass dann das Gespräch geführt wird und dann wird geplant. Und wir haben verschiedene Ansätze, wie wir das dann umsetzen. Es gibt Kunden und wir sind ja das Land der immer noch der Baumärkte. Ja? Also das heißt, wir haben sehr viele Menschen mit Do-it-yourself-Genen. Dann kriegen die von uns einen Plan, sogar wenn sie möchten, mit einer kompletten Anleitung. Und glaub mir, die ist besser als jede Anleitung, die du je gesehen hast. Die wird wirklich individuell genau runtergeschrieben, was musst du wann, wie, wo, für einen Klotz, wohin tun. Das sind 60, 70 Seiten teilweise. Und das kannst du nicht copy und paste machen, weil jedes Projekt ist anders. Individuell. Also sitzt der arme Holger da und schreibt dann wirklich diesen Plan darunter. Und den kriegst du dann. Und dann kannst du das machen. Dann kriegst du auch noch die Hinweise, welches Regal im Baumarkt das Holz ist. Und all so ein Zeugs. Hat der alles da. Und dann kommt eben Technik entweder durch Grobi, weil der Kunde bei mir die Technik haben will. Oder der sagt, ich habe die Technik. Ja, soll ich dem sagen, hör mal, deine Lautsprecher gefallen mir nicht, baue ich dir deshalb kein Kino? Nee, dann soll er seine Lautsprecher gerne behalten. Das können wir auch machen. Das machen wir auch. Ja, weil da gibt es auch Kollegen, die sagen, nee, also wenn, dann muss alles von mir sein. Ja. Machen wir nicht. Okay. Erster Ansatz. Zweiter Ansatz ist, Kunde sagt, Horenz, meinem Liebsten wäre es mir, ich fahre in Urlaub, wenn ich zurückkomme, ist das Kino fertig. Wunderbar, können wir machen. Haben wir zwei Leute, drei Leute, die nichts anderes machen, als diese Kinos bauen. Da sind wir jetzt bei diesen 12 bis 15. Die kommen dir am Montag mit einem Transporter, haben da hinten das Holz drin, weil wir bauen ja immer diese Ständerwerke, haben da viel anderes Material dabei und dann bauen die innerhalb von 2 bis maximal 3 Wochen, normalerweise heißt 2 sind normal und drüber hinaus kann auch schon mal 3 sein, wenn das größere Räumlichkeit ist, bauen die das Kino und zwar konsequent durch. Wir sind nie auf 2 oder 3 Baustellen gleichzeitig. Und laufen von da hin und das so, dass der Kunde sieht immer sein Kino, weil es geht jetzt nicht weiter, weil auf dem anderen hat sich vielleicht verzögert. Machen wir nicht. Wir ziehen das immer in einem durch. Ganz wichtige Sache. Also du kannst davon ausgehen, wenn du montags das Ding gebaut angefangen wird, gebaut und wir sagen dir nächste Woche Donnerstag, Freitag wird es fertig, dass du eigentlich am Samstagabend deine Party machen kannst. Toi, toi, toi. Kann ich nur sagen, Megateam, was wir da haben, das sind Messebauer teilweise, die wir gefunden haben als freie Mitarbeiter, haben wir erst als freie Mitarbeiter geholt. Ja, die haben es, das war ja auch Zufall, weißt du, Messebauer, ich habe ja gesagt, wir haben die Firma gegründet während der Corona. Was war mit Messe? Nix. Die ganzen Messebauer, die ganzen Jungs, die Freelancer, standen alle auf der Straße. Und dann haben wir mit guten Kontakten gute Leute kennengelernt und die sind so geil im Denken, in der Flexibilität, weil vor Ort ist es ja auch nicht immer genau so, wie du dir das beschrieben bekommst. Also musst du manchmal individuell vor Ort noch ein bisschen was anpassen. Improvisieren. Und das können und die so. Alles. Improvisieren, genau. Gibt es bei euch noch jemanden, der dann am Ende, ich sag mal sozusagen, nochmal diese Feinabstimmung macht? Zum Beispiel jetzt mit Dirac oder mit Odyssee und was auch immer. Ja. Okay. Ja, das macht der Holger. Das ist der eine Punkt und auch das ist ein Thema, was, und jetzt kommen wir ja bei dem Faktor Mensch. Ja, also ich sag mal, meine Bude noch größer zu machen, ist alles kein Thema, aber wenn ich keine Menschen habe, die da drin sind und die diese Leidenschaft haben und so weiter, dann bringt es mir nichts. Also sind wir häufig begrenzt in den Möglichkeiten, weil immer wieder der Faktor Mensch der ausschlaggebende Punkt ist für Wachstum und für Erfolg. Okay, ganz wichtige Sache. So, und der Holger ist der eine, das Dumme ist nur, wenn der Holger natürlich unterwegs ist, kann er keine Pläne machen. Nee. Weil wir kein Backup haben. Das Backup bauen wir gerade auf, versuchen wir, weil wir jetzt einen Messebauer, den guten Florian, jetzt angeboten haben, Junge, du kennst dich damit super aus, du weißt, wie gebaut worden ist. Wenn du mir das jetzt noch in Bild und Text umsetzen kannst, wäre das genial. Okay? Bei Holger war das ja anders. Der Holger hat ja selber früher gebaut, also wusste der, welchen Balken er wann, wo, wie installieren muss. Genau. Also haben wir das jetzt mit dem Florian, bauen wir das jetzt auf. So. Das heißt aber, wenn ich den Holger jetzt dauernd, oder wenn er durch die ganze Zeit durch die Gegend fährt, dann ist da keiner, der da Pläne machen kann. Weil neben den Kinos, die wir machen, haben wir immer so zwischen 40 und 60 laufende Vorgänge. Boah, Wahnsinn. Ja, wir sind 87 Millionen Menschen. Ja. Klar. Ja, also ja, weißt du, ich sage, natürlich sage ich, das ist geil, aber eigentlich ist das doch gar nichts.
87 Millionen Menschen. Also wenn ich in jeder Stadt ein Kino hätte, dann wäre ich ja schon König. Komme ich ja gar nicht zu. Kommst du gar nicht zu. Nee. Komme ich ja gar nicht zu. Geht nicht. Also das Potenzial meiner Meinung nach ist riesig. Das ist ja auch einer der Gründe, der mich immer noch so optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Weißt du? Weil ich ja sehe, dass dieser Markt ja aufgebaut werden kann. Das Dumme ist nur, es kommt normalerweise keiner zu dir in den Laden und sagt, ich hätte gerne ein Heimkino. Weil es eben in der Vergangenheit nicht bekannt war. Das ist erst entstanden durch viel, viel Akquise und viel Berichterstattung darüber. Mhm. Okay? So, und also das ist so die Situation mit dem Kino bauen. Und jetzt baut Holger sich sogar noch das Demo-Kino, wo es natürlich auch heißen müsste, verdammt nochmal, Holger, wenn du jetzt das Kino da hast, dann sitzt du jetzt im Kino, nicht wegen dich, weil du deinen Film guckst, sondern weil natürlich jetzt drei Leute da oben aus Ostfriesland, Hamburg, Schleswig-Holstein, wo auch immer, bei dir in der Tür knock-knock machen, sagen, ich hätte gerne mal das Kino gesehen, weil das kann für mich interessant sein. Das werden wir jetzt kanalisieren. Das wird jetzt an bestimmten Tagen geöffnet sein, aber nur mit Termin. Das ist jetzt nicht klassisch wie Grobi, weil das ist im Moment nicht möglich wegen der Manpower. Ob das in einem Jahr oder zwei Jahren anders aussieht, wissen wir nicht. Schauen wir mal, können wir gucken. Aber momentan können wir das nicht machen. Das geht nicht. Ne? Mhm. Und und deshalb, wenn wir jetzt also ein Kino bauen und die Einmessung hast du ja gerade angesprochen, was mache ich jetzt? Wir haben glücklicherweise jemanden kennengelernt, weil auch ich aus meiner Truppe eigentlich nicht wirklich regelmäßig einen rausschicken kann, dann wird er mir hier im Laden fehlen. Also haben wir jetzt extern einen Mitarbeiter, einen Freien, vor längerer Zeit kennengelernt, der auch nebenbei mit Leidenschaft Räume einmisst. Und der aber eben, der sagte immer, ich wäre schon cool, wenn wir mit euch da was machen, weil dann macht ihr für mich das Marketing und ich fahre dann dahin. Genauso habe ich mir das vorgestellt und genauso haben wir das gestartet. Wir haben den jetzt, wir nennen den Holger 2, weil Holger von der Krone heißt der, aber dachte ich mir, wenn ich den Namen ausspreche, glaubt den keiner. Also habe ich gesagt, pass auf, ich nenne den jetzt einfach mal Holger 2. So haben wir das im Video gemacht. Ist also Holger 2 und das hat sich auch schon umgesprochen. Hören Sie, ich hätte gerne mal einen Termin mit Holger 2. Na, also ist cool, wie das manchmal so übernommen wird. Das ist beeindruckend. Und der Holger 2 ist also wirklich super gestartet, macht also Moment so ein, zwei Dinger in der Woche, wo der also wirklich im Umkreis vom Ruhrgebiet, da kommt er her, oder sogar dann eine Tour plant nach Berlin, nach München und dort vor Ort die Sachen einmisst, optimiert. Ob das jetzt von uns gebaut wurde wie so ein Heimkino, das macht meistens noch unser echter Holger, also Holger 1. Oder unser Holger 2, das ist dann, da muss man dann abschauen. Ne? Aber es gibt ja auch viele Kunden, die ja ein ganz normales Wohnzimmer haben, eine tolle Anlage haben und trotzdem hört sich an, ja? Ja. Dann kommt der eben hin und guckt sich das an und sagt, pass mal auf, hier müssen wir was an der Akustik machen, wenn du nichts ändern kannst, weil Wohnung da nicht mehr aussieht wie deine Wohnung, dann können wir das einmessen, können wir das ein bisschen ändern in der Aufstellung. Also das ist ein Servicepaket, was auch bezahlbar ist, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Fängt bei 400 Euro an oder 500, dafür sitzt der Typ aber auch 2-3 Stunden bei dir, macht das da alles, plus An- und Abfahrt und so weiter. Aber dann hast du mit deiner vorhandenen Anlage, die ja vielleicht wirklich tolles Potenzial hat, endlich mal den echten Nutzen. Ja? Und kriegst dich dauernd von deiner Frau ein oder von wem auch immer in den Rippen. Ich verstehe den nicht, weil hinten knallt es dauernd. Ja? Das ist ja nicht Ziel der Aktion Heimkino. Das soll ja nicht sein. Nee, oder er gibt dir halt einen Plan mit, wo er sagen kann, okay, das kann ich über die nächsten Jahre noch machen, verbessern genau. Und so weiter. Wie du auch sagst, so dass zum Beispiel auch noch wohnlich bleibt, weil das natürlich auch nicht jeder wie ein richtiges Kino aussehen haben möchte. Oder richtig. So, oder? Mhm. Genau, also das ist eben wichtig. Das heißt, der hat auch dann schon mal im Auto so gewisse, diese Bassmodule, kennst du ja, also diese Absorber, Diffusoren. Dann kann er das, hat er jetzt zuletzt mir mal erzählt, hat er mal in einer Ecke aufgebaut. Der muss ja wohl in so einer fast schon Halle gewesen sein vom Wohnzimmer, wo also schon Echo ist, wenn man nur Hallo sagt. Und dann hat er das mal so in eine Ecke eingestellt, dann kam das Ehepaar dahin und ja, die waren schwer beeindruckt. Also ich weiß, dass der, als er gefahren ist, die echt überlegen waren, wie sie das jetzt ein bisschen akustisch wenigstens optimieren. Ne? Hm. Und das finde ich natürlich mega. Ja, das ist wirklich beeindruckend, also was ihr so macht und auf die Beine gestellt habt, muss ich sagen. Ja, Patrick, ich schaue gerade mal so auf die Uhr. Wir haben, glaube ich, gute Stunde und 10 Minuten schon zusammen. Also die Zeit ist wirklich gerannt. Das freut mich sehr. Ja. Macht ja auch Spaß. Von mir aus können wir weitermachen. Ansonsten, ich weiß ja nicht, wie groß dein Speicher am Rechner ist. Da ist immer so die Frage, wie lange man die Podcast-Folgen machen sollte. Ja, keine Ahnung. Ich mache meistens immer so maximal 1,5 Stunden. Aber du weißt ja, unsere Videos können ja nicht kurz. Ne? Das ist ja auch irre. Ne? Unsere Videos gehen ja manchmal eine Stunde, wo du sagst, verdammt nochmal. Ne? Und das ziehe ich aber durch. Also wir schneiden so gut wie nichts raus. Wir lassen das fast immer drin, alles. Ja, ich finde das auch gut, weil das halt dann auch authentisch ist. Warum soll man da kleine Patzer rausschneiden oder so? Es ist halt menschlich auch irgendwo. Ja, nicht nur Patzer, sondern einfach, das sind ja manchmal, mir liegt es immer sehr viel wert. Natürlich mag ich, gibt es Leute, die mögen das, andere mögen es nicht. Und ich bin ja auch wunderbar zufrieden mit der Anzahl der Zuschauer, die wir da haben, weil das ist ja auch ein Problem, wenn wir jetzt pushen würden. Und ich hatte es im Vorgespräch ja gesagt, wir haben jetzt mal
tatsächlich ein Video mal mit einer finanziellen Unterstützung von YouTube, also wir haben dann mal Geld gegeben, klassisches Werbe-YouTube-Programm, um mal zu gucken, was passiert denn da eigentlich? Ja, das mache ich jetzt im 13. Jahr, dass ich das erstmalig mal teste. Und da muss ich schon sagen, verdammte Hacke, da ist ja ganz schön Dynamik drin. Ne? Da ist das Video in einer Woche von auf 140.000 hochgejubelt worden. Und da haben auch eine Menge das gesehen, weil ich habe ja 1.500 Likes. Also ist jetzt nicht so, dass das da nicht geguckt worden ist. Nur dann merke ich schon, oh, wenn jetzt plötzlich statt 3 Leute 10 Leute uns anrufen oder eine Mail schicken, dann kommst du mit der gesamten Administration nicht mehr klar. Deshalb war ich da nie so scharf drauf, Menge zu machen, sondern wir wollten das immer organisch wachsen lassen. Und das werden wir auch machen. Also wir werden die Nummer jetzt hier als eine Erfahrung mal laufen lassen. Aber eigentlich sind wir nicht scharf drauf, dass wir jetzt hier unter den ersten 100 Millionen mit YouTubern kommen, weil das hat dann immer auch eine gewisse Auswirkung auf unser Geschäft, was es ja auch soll. Aber ich habe eben nicht 30 Leute jetzt oder ich werde hier keine Telefonhotline mit 30 Leuten einstellen. Aber ist ja schon Wahnsinn, oder? Also, dass sich das so weit entwickelt hat, dass du es dann, wenn du was, ich sag mal, oder wenn ihr was produziert und online stellt, dass ihr euch dann teilweise vor Anfragen gar nicht mehr retten könnt. Oder? Also, ja, ist ja eigentlich eine luxuriöse, ich sag mal, eine schöne Situation. Auf der anderen Seite kriegst du es da nicht mehr gestemmt. Oder? Ja, und das kann ganz schön dir um die Ohren fliegen. Weißt du, was das für Probleme gab bei Corona? Ich weiß noch, Fahrradläden, ja? Was haben die teilweise für bescheuerte und schlechte Rezensionen gehabt? Weil alle hatten die Nerven blank. Der Verkäufer war nicht erreichbar, waren 10 Kunden im Laden drin und keine Ware. Was haben die teilweise zu hören bekommen? Und das tat mir echt leid. Und das hätte uns auch passieren können. Und vereinzelt ist uns das auch vielleicht mal passiert, ja. Aber das muss man, weil die Nerven liegen wirklich blank. Das muss man auch sagen. Ja. Also unsere Kunden haben teilweise, also sagen wir mal so, die Menschen haben teilweise eine relativ kurze Zündschnur, um es mal vorsichtig auszudrücken, ja. Und das merkst du schon. Über die 3 Jahre hat sich da leider Gottes auch manches verändert, ja. In der Art der Kommunikation, in der Art der Geduld und solche Sachen, ne. Und ja, also dann, wir haben ja eine gute Kaffeemaschine im Eingangsbereich, die ist ja auch Kult, hat einen sehr guten Schwarzwert. Und wenn die Leute schon reinkommen und sagen, pass auf, wollen Sie nicht erstmal einen Kaffee haben oder einen Kakao oder was anderes, dann merkst du schon mal so ein bisschen, wie manchmal die Anspannung so ein bisschen runtergeht, die ein bisschen entspannter sich hier bei uns umschauen, fühlen und so weiter. Das sind schon so Kleinigkeiten. Ja. Ja, dann würde ich so, ich sag mal, zum Richtung Ende des Interviews noch 2 Sachen fragen. Einmal, beschreib noch mal ganz kurz so eine Woche. Wie sieht denn so eine Arbeitswoche oder so bei euch aus? So ganz grob mal. Also Kundenbesuche, dahin Videos drehen, im Laden sein, Projektierung und so weiter. Ja, das kann ich dir sagen. Also wir hatten jetzt, eine Woche kann aussehen, dass ich morgens schon um 8 Uhr spätestens mit dem Handy und Co. immer aktiv bin, gucke, was los ist, weil ich mache ja das Social-Media-Thema auch teilweise, Facebook, Instagram, das sind Sachen, wo wir auch aufgetreten sind. Mhm. Wie heißt so schön, du musst da sein, wo der Kunde ist und du darfst aber, und das ist mein Credo, ich werde immer versuchen, dass wir keine Dialoge auf diesen Plattformen durchführen. Mhm. Ja, also ich würde nie jetzt auf Facebook ein Video oder einen Beitrag bringen und sagen, hey, wie findet ihr das? Ja, also das kann dir so um die Ohren fliegen und dann liegst du wieder da wie ein Klar, dann kannst du wieder das nicht in den Griff bekommen, kannst wieder nicht schnell genug antworten, dann werden die Leute sauer und so weiter. Es ist rein nur eine Information, soll es nach Möglichkeit sein. Informieren über Entwicklung und so weiter. Also das mache ich dann morgens immer, dann geht es meistens in die Firma oder ich arbeite auch von zu Hause ein bisschen. Das heißt, ich muss natürlich eine Menge Rückrufe machen, weil auch selbst ich bin der manchmal erklären muss, warum HDMI-Kabel falsch rum reingesteckt werden kann. Das heißt, ich habe also mit Endkunden zu tun. Dann habe ich mit den Lieferanten, dann ist es immer wieder die Thematik, Ware. Ist Ware da? Welche Ware könnten wir gebrauchen? Läufst du den Lieferanten hinterher? Haben wir die Ware? Kommt die? Etc. Das sind Sachen, die auch eine Menge Zeit und Energie brauchen. Dann bist du im Laden, hast selber vielleicht eine Vorführung, hast einen Kunden, den haben die mir eingetragen. Wir haben also ein sehr gutes Kalendersystem, wo unsere Mitarbeiterin, die Eva, am Telefon da im Wesentlichen alle Termine sammelt. Die hat die Erfahrung. Wenn ein Kunde das sehen will, geht das an den Kollegen. Wenn ein Kunde das sehen will, geht es an den Kollegen. Wir haben die Räume bei uns im Kalender verteilt, sodass man immer sieht, der Raum ist belegt, ist nicht belegt. Also das alles so wichtige Sachen. Wir haben ein eigenes Ticketsystem. Das heißt also, wenn eine Anfrage kommt, geht es ins Ticketsystem, hat mein Mitarbeiter angerufen und der Kunde ruft anderen Tag wieder an, aber der Kollege ist nicht da, dann weiß der andere wenigstens, die haben gestern telefoniert. Okay? Mhm. So, dann geht es weiter mit vielleicht, lass uns ein Video machen, lass uns ein paar Bilder machen, fahren wir zum Kunden. Ich bin am Montag auf Dienstag in Belgien bei Barco, großer Hersteller von Kinoprojektoren. Fahren wir mit 2 Leuten hin. Da sind wir Montagnachmittag, fahren wir hin. Vorher muss ich Angebote machen und so weiter. Mittwoch habe ich mehrere Termine hier im Laden, Lieferanten, dann machen wir ein Video nächste Woche, dann muss ich das irgendwann schneiden und am Samstag bin ich hier in der Hütte wieder und dann machen wir wieder Show hier. Also das ist ja bei mir immer in 6 Tage. Ich habe immer samstags bin ich da. Und dann, wenn ich Glück habe, habe ich Sonntag mal bedingt frei oder ich mache sonntags morgens, weil bei mir schläft die Familie schon mal ein bisschen gerne länger, dann sitze ich um 8 Uhr und schneide schon, weil so ein Film schneiden dauert 3-4 Stunden. Das ist leider so.
Geht nicht anders. Oder nachts. Und zwischendurch sind es dann aber auch mal Messen wie in Barcelona, wo du dann auch mal weiter weg musst, mal eben und dann wieder zurück. Da sind wir nach, das war so, dass wir Montagmorgen um 7 Uhr nach Alicante geflogen sind, haben dort ein Kino gehabt, das haben wir eingerichtet. Der Dennis, der Holger, die haben das geplant, dann wurde das eingerichtet. Wir sind dann abends gegen 10 Uhr raus, anderen Morgen nochmal hin, haben nochmal ein paar Video, haben ein Video gedreht und im Auto, ich habe extra so eine V-Klasse geholt, weil wir sind mit dem Auto 500 Kilometer hochgefahren, habe ich dann in der letzten Reihe gesessen, habe den Film geschnitten. Und somit konnte man den am Abend schon bei uns auf YouTube sehen. Hochladen, ne? Ja, genau, habe ich hochgeladen, ja. Und dann anderen Tag auf die Messe. Und dann haben wir da 2 Tage auf der Messe und dann habe ich am Rückflug, haben wir auch extra eine Reihe genommen, wo ein bisschen Platz ist, habe ich auch den Film schon geschnitten. Dann war der fast schon fertig. Ja, ist vielleicht auch mal ganz interessant. Tu Gutes und sprich drüber. Ja, ist vielleicht auch mal ganz interessant für die Zuhörer und vielleicht auch für Leute, die dich jetzt ein bisschen näher noch kennengelernt haben möglicherweise. Also da ist ja richtig was los bei dir oder bei euch, oder? Ja, es, von nix küt nix, ist es, nochmal, es ist toll und es ist für Außenstehende sicherlich manchmal, boah, was machen die da alles? Das ist auch richtig so und man muss da auch aufpassen, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Aber das Schöne ist, ich habe ein geiles, wirklich tolles Team und wenn ich jetzt einmal im Urlaub fahre, dann weiß ich, dass das bei mir hier alles läuft. Oder das ist, also es ist echt Luxus, den man sich erarbeitet hat, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Aber es bleibt dabei, ich glaube, wenn ich mal auf, das weiß ich ja vom Urlaub, wenn du mich an den Strand packst, wird schwierig. Also, hältst du nicht lange durch. Spätestens am Nachmittag muss ich irgendwas machen. Da fliegen hier wieder Drachen oder holen mir ein Rad oder leihen mir ein Auto. Deshalb bin ich also fast immer bewegliche Urlaube am Machen und da bin ich auch sehr dankbar, dass das geht und meine Frau das auch mitmacht. Ich meine, so eine Messe zum Beispiel, das ist ja auch irgendwo Stress und Arbeit, aber ist ja auch irgendwie was Spaßiges oder was Schönes, weil die Messe zu sehen, die Leute damit zu sprechen, zu filmen und so, neue Produkte zu sehen. Das war dieses Jahr wirklich besonders, weil weißt du, wir waren letztes, also die ISSE war immer in Amsterdam. Da sind wir mit 5, 6 Leuten alle in die Karre rein und rüber. Ja? So, das war dieses Jahr natürlich nicht, weil jetzt ist es Barcelona und ich habe jetzt nicht 5, 6 Leute in den Flieger reingepackt. Dazu kam, dass als das im Februar war, ging es mit dem verdammten Corona los. Wir hatten die ersten Aussteller, die nicht kamen und ich weiß noch, wie die alle sagten, ey, wir geben uns nicht mehr die Hand, wir machen das jetzt mit dem Ellbogen. Ja? Haben uns alle mit dem Ellbogen angetatscht. Ja? So, und dann sind wir nach Hause gefahren und dann fahren wir immer bei einem McDonald's in der Nähe von Amsterdam vorbei. Ja? Und das Irre ist ja, wenn wir ein Foto aus McDonald's, wie wir ein Hamburger essen, posten, hat das mehr Klicks als der neueste AV-Receiver. Also das ist, ich finde das ja manchmal wirklich lustig und ich mag das ja, aber ich werde deshalb nicht mehr Bilder aus McDonald's posten, ist ja auch nicht so gesund. Aber es ist irre, wie da manchmal so die Community, ich kann es gar nicht aussprechen, wie die da so reagieren. Ne? Und einerseits sollen sie ruhig mal sehen, was wir so alles machen und wir sind ja ein geiles Team. Und wer weiß, vielleicht bewirbt sich ja der eine oder andere nochmal bei uns etc. So, und dies war ja alles dann nicht mehr, weil es hieß damals schon, das war die letzte in Amsterdam, jetzt kommt Barcelona. So, ausgefallen und letztes Jahr ist sie dann, einmal ausgefallen, 21 und 22 hat sie stattgefunden, aber keiner hat sich hingetraut. Also Ausstellerseite war kaum einer da, als aber auch, sag ich mal, von Zuschauerseite war sehr überschaubar. Und dieses Jahr war das richtig geil. Also wir sind nämlich auch letztes Jahr nicht hingefahren. Wir haben gesagt, nee, machen wir nicht, ist mir zu kritisch, nachher liege ich dann in irgendeinem Hotel in der Quarantäne oder was, kein Bock drauf. Und dann haben wir dieses Jahr, haben wir gesagt, jetzt Augen zu, alle durch und das haben ja viele so gesehen, es waren endlich wieder Menschen da, endlich wieder das normale Leben, miteinander reden, diskutieren, das macht auch kein Zoom und keine Videokonferenz, obwohl das Hauptthema mit auf dieser Messe war, Videokonferencing, ne, also Lösungen für Videokonferenzen. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin kein Freund von Videokonferenzen, ich bin auch kein Freund von Homeoffice. Ich brauche den Kontakt und ich brauche auch den zwischenmenschlichen Kontakt, der da heißt, beim Mittagessen redet man vielleicht auch mal darüber oder sonst redet man über ein Hobby und all das wird ja wegfallen, wenn ich dauernd da zu Hause rumhänge. Ich bin froh, dass das also, wenn es geht, wieder normal wird. Von mir ist eine Tag, 2 Tage, ja, aber bitte auch wieder mit Menschen echt zusammenkommen. Das also ist das, wichtig. Das Gefühl kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ich war vor ein paar Tagen auf der Jagd und Hund in Dortmund. Jo. Und ich muss dir sagen, ich hatte genau das gleiche Gefühl, was du gerade gesagt hast. Es war einfach wieder ein Gefühl der Normalität. Die Leute wieder ganz normal in den Gängen, die Messe war brechend voll, die Leute haben ihren Honig, ihren Schinken verkauft, die haben da Spaß gehabt und alle waren irgendwie entspannt. Vollkommen entspannt, weil es einfach keine Auflagen und nichts mehr gab und alle sind irgendwie mit so einem guten Gefühl nach Hause gefahren. Ne? Ja, das ist wichtig. Also die Psyche, das merkst du ja dann teilweise erst manchmal auch später, wie man sich selber auch verändert hat und so. Und deshalb habe ich gesagt, Leute, lasst uns rüberfahren, wir machen das. Und ja, es hat uns recht gegeben, der Erfolg gibt uns recht. Das Video, wenn jemand, der interessiert ist, kann sicherlich ein bisschen von dieser Stimmung, diesem Spirit bei uns auf dem Video einfangen, sehen. Ein bisschen was einfangen. Und ich kann auch sagen, Leute, tut uns den Gefallen, kommt auch mal zu solchen Messen, auch zu sonstigen Veranstaltungen, weil wir brauchen dieses normale Leben wieder. Ja.
Ja, dann würde ich jetzt zum Abschluss noch eine Frage stellen. Gut, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber kannst du noch so ein paar zukünftige Projekte oder Entwicklungen bei euch ja schon nennen? Oder ich meine, bei euch ist ja auch viel aus dem Bauch, wie du schon gesagt hast, oder durch kurzfristige Entscheidungen oder ein bisschen ja aus Bauchgefühl heraus planst du was und es funktioniert ja dann auch meistens. Planst du oder gibt's oder kannst du im Moment sagen, nicht sagen, wie es weitergeht in dem Sinne? Ja, dieses Jahr ist insoweit schwer, aber trotzdem sind wir gut über den Januar gekommen, toi toi toi, weil wir nicht wissen, wie draußen der Konsum und der Markt sich verhalten wird. Ja. Ja, ihr wisst, dass der Konsumklimaindex ist im Keller, ja, der ist ja schon unterhalb meines Monitors angekommen. Und da musst du natürlich schon schauen, wie kommst du mit solchen Außeneinflüssen jetzt mit deinem Tagesgeschäft klar. Und deshalb ist vieles nicht mehr wirklich planbar. Ja, ich lebe aber auch nicht von Tag zu Tag, um Gottes Willen. Wir haben wirklich jetzt schon echt wieder einiges an Geld ausgegeben, um unsere Verkaufsräume noch besser zu gestalten und noch mehr Möglichkeiten zu bieten. Also bei uns kannst du tatsächlich, und mir ist kein weiterer Fall bekannt, wo du auf Knopfdruck bei uns Endstufen vergleichen kannst. Okay. Ja, Endstufen kennst du, ne? Das ist klar. Das Ding, wo da dann richtig Power rauskommt. Gibt welche für 500 Euro, gibt welche für 1000 und welche für 5000 Euro. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, wo ist denn da der Unterschied außer dem Preis? Hören die denn sich anders an? Und dann habe ich spontan entschieden, ne, Bauchgefühl wieder, pass auf, es gibt da eine Firma, Dodokus heißen die, die bauen dir so richtig individuelle Umschaltgeräte, genau. Und dann habe ich dieses Ding in Auftrag gestellt. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir das, weil wir vorher mit Hand das umgestöpselt haben, aber das dauert dann zu lange von den Pausen und alles. Das kannst du dir ja als Laie manchmal gar nicht merken, wie denn der Klang vorher war und wie der jetzt ist. Und dann haben wir dieses Umschaltgerät jetzt fertig, haben da uns reingesetzt und wupp, das ist so mega, das müsste ich mir patentieren lassen. Ja? Also du sitzt dann da, schaltest zwischen den vier Geräten um, dann sagst du, wow, die Stimme ist ja vorne, die ist hinten, das ist weicher, weniger weich, super. Ja? Also ganz toll. Und sowas wollen wir intensivieren. Wir haben also jetzt echt nochmal, allein auf der Messe haben wir 10.000 Euro ausgeben müssen für neue Hardware, um Geräte besser noch einzustellen, um Tests zu machen mit HDMI, Dolby Atmos. Wir haben ja gar nicht über das Thema 3D-Sound gesprochen, da könnte ich dir einen Abend füllende Sendung zu machen. Ja. Ja? Also auch die Geschichte, wie wir da rangekommen sind und so. Das sind alles so Sachen, die müssen wir als Händler auch bringen, damit wir einen Grund haben, dass es uns überhaupt gibt. Ja? Mhm. Wir müssen uns damit selber autorisieren. So, und sonst kannst du uns in die Ecke stellen, da kannst du auch zum Online-Shop gehen, da rufst du irgendeine Hotline an in Timbuktu oder wo auch immer die sein soll, die versucht dir zu helfen oder nicht. Also wir müssen das weitermachen. Und deshalb werden wir da auch weiter investieren. An Veranstaltungen und so weiter denke ich im Moment gar nicht. Wir machen vielleicht die eine oder andere Hausmesse, wir werden Live-Chats machen, also tolle Sachen mit Live-Sachen, bin ich ganz sicher. Auch wieder, dass Leute uns Fragen stellen können. Das ist eine ganz hohe Kunst, ja, also vor Publikum da kann ja Gott und die Welt dich jetzt anrufen, live auf YouTube und dann schreiben die dir Fragen rein und dann musst du denen die Antworten geben. Das ist immer spaßig. Da ist, wer wird Millionär? Nix dagegen. Nix ja? dagegen. Also, und das ziehen wir dann durch. Manchmal alleine, also alleine wirklich nicht alleine oder mit den Kollegen oder mit externen Lieferanten, die dann mit sich da reintrauen. Und das ist immer eine tolle Sache. So in die Richtung wird es gehen. Ja, Patrick, das ist, kann ich nochmal sagen, wirklich beeindruckend. Also wie ihr wirklich immer, ich sag mal, am Puls der Zeit seid und dranbleibt, eure Community mit einbindet. Und ja, ich glaube auch, dass der Erfolg euch da irgendwie recht gibt. Ja, das ist schön, das ist mit uns gedankt, weil schlussendlich leben wir vom Applaus und von der Kohle, weil wir müssen das ja alles bezahlen, ja? Also wir werden hier, jeden Monat wir sind 15 Leute, das nur mal so als Zahl, das ist nicht gerade wenig. Und die sind mit Innendienst, das sind alles Menschen, die Familie haben. Und ich bin dankbar, dass wir diese Akzeptanz im Markt haben und dass uns die Leute da auch unterstützen. Wir können nicht immer der Günstigste sein, aber wir versuchen immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben. Okay? Zu haben, ne? Ja. So, und wir sind auch häufig sehr günstig, das geht auch manchmal, ja, gar keine Frage. Aber wir wollen immer, und das trotzdem, wenn der Kunde was bei uns super günstig hat, soll er trotzdem noch den Anspruch auf unseren Service haben. Okay, weil ich kann jetzt nicht anfangen und sagen, pass auf, ich mache jetzt demnächst hier in den Keller, die grabe ich hier aus und da unten stehen dann die Geräte und da darfst du mir eine Frage stellen und hier oben darfst du mir fünf Fragen stellen. Das kriege ich ja nicht hin, das funktioniert nicht. Ne? Mhm. So ist das. Gut, Service am Ende muss natürlich auch bezahlt werden, wie du schon sagst, ihr müsst alle davon leben, das sind 15 Leute, die bei euch arbeiten und ja. Der ganze Steuerapparat, das haben wir ja eben schon mal besprochen, ja. Sehen viele manchmal vielleicht nicht und viele haben ja heute auch jetzt mal auch mal ein bisschen mitbekommen, wie viel Arbeit eigentlich auch da drin steckt, was ihr da so im Jahr leistet. Ja.
Ja, Patrick, dann würde ich sagen, schließen wir die Folge. Wie du schon sagst, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde über 3D-Sound und so weiter sprechen. Aber ich glaube, das sprengt heute den Rahmen. Dann kann ich jederzeit erreichbar, hast du ja gemerkt. Kannst mich nicht anrufen. Ja, vielleicht deine Hörer sagen, hör mal, das finde ich aber auch cool. 3D-Sound, was ist denn das? Ne, dann können wir gerne daraus nochmal eine separate Geschichte machen. Genau, vielleicht kann man nochmal so ein bisschen in einer separaten Folge in technische Details gehen. Aber wie du schon sagst, man könnte ja stundenlang mit dir sprechen. Das ist schön, das freut mich, danke. Ja, dann... Ja, kann ich aber nur erwidern, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich werde mir da mal, abonniert ist er schon, und dann werden wir das mal auch begleiten, deinen Kanal, und drück die Daumen, dass das da den Erfolg hat, den du haben möchtest und haben solltest, nicht wahr? Ja, das sollten sich umsprechen. Ja, freut mich natürlich. Ich meine, gut, wir kennen das so ein bisschen mit dem Algorithmus, und wenn du, ich sag mal, ohne Video arbeitest, so in einem reinen Podcast-Format, ist natürlich immer so ein bisschen eine Nische, die man da gerade besetzt, aber ich hoffe halt, dass der ein oder andere es hören wird. Ah, wir werden dafür sorgen, dass wir unten auf unserem Kanal was dafür beitragen können. Das werden wir sicherlich hinkriegen. Das freut mich. Ja, ja gut, klar. Patrick, dann sage ich schon mal, ja, danke fürs Gespräch. Ich wünsche dir, ja, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg euch, eurem Team, und ja, vielleicht bis bald. Mein lieber Alexander, ich danke auch und grüße alle Hörer, Hörerinnen und sonstige Menschen dieser Welt und wünsche allen ein weiter gesundes Leben und alles Gute. Und vielleicht sieht man den einen oder anderen demnächst mal bei uns in unseren Räumlichkeiten. Danke dir. Ciao.